Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Grundeinkommen versus Jobgarantie. Wie gesagt, das ist beides sehr vage und wahrscheinlich hat jeder eine andere Vorstellung. Bevor wir beginnen, möchte ich ganz kurz einschränken oder hinweisen, was damit gemeint sein könnte. Eine Beschäftigungsgarantie als erstes, sowas gibt es ja bereits. Oder sowas Ähnliches, und zwar im Bereich der Lehre. Im Bereich der Lehre ist es so, dass Lehrstellensuchende, die keine Lehrstelle finden, in einer überbetrieblichen Lehrwerkstätte unterkommen. Es springt also der Staat ein, wo der Markt auslässt. Und eine Beschäftigungsgarantie oder Jobgarantie würde dieses Konzept auf alle Arbeitssuchenden übertragen. Der Staat also als der Garant, der letzte Garant für einen Arbeitsplatz. Im Bereich des Grundeinkommens gibt es wohl ein noch höheres Definitionsbedürfnis. Ich darf nur hinweisen auf das sogenannte Bürgergeld, das von der rechtspopulistischen Regierung in Italien eingeführt wurde als Wahlversprechen der Cinque Stelle, also der Fünf-Sterne-Bewegung. Die haben ja ein Grundeinkommen versprochen. Was dabei jetzt rausgekommen ist, ist mehr oder weniger sowas wie die Notstandshilfe in Österreich. Das heißt, es ist verknüpft mit der Bereitschaft zur Aufnahme der Lohnarbeit. Das heißt, wenn wir heute Abend über Grundeinkommen diskutieren, dann meinen wir damit zwei Dinge. Zum ersten Bedingungslosigkeit. Das heißt, es ist keine Verpflichtung zur Aufnahme von Lohnarbeit damit verknüpft. Und zum zweiten Universalität. Also, dass jede und jeder Anrecht darauf hat, unabhängig vom sonstigen Einkommen. Das sind so die beiden Parameter, die wir heute in der Diskussion an das Grundeinkommen anlegen wollen. Wobei ich dazu sagen muss, jeder, das ist natürlich, das lässt viele Detailfragen offen. Wie schaut es mit Minderjährigen aus? Wie sieht es mit Ausländern und Ausländerinnen aus? Und wenn ja, welche Ausländer würden das bekommen und so weiter? Also das sind so Detailfragen, die würden dann zu weit führen. Ja. Mit diesen Klarstellungen im Gepäck darf ich jetzt nun an unsere Gäste übergeben. Was wir heute machen, ist, wir beginnen unseren Diskussionsabend mit einem jeweils dreiminütigen Eingangsstatement unserer Gäste, wo sie ihre Position zu dem Thema darlegen. Und ich würde von links beginnen. Herr Pape, bitte, the floor is yours. Okay, dann ich mache das vielleicht, dass man mich auch in den hinteren Reihen sieht. Ich habe mich gut vorbereitet auf den heutigen Tag, aber nicht so gut, dass ich auswendig vortragen kann. Okay, ja, wie gesagt, mein Name ist Pape, Helmo Pape. Ich vertrete heute Professor Werner, Götz Werner, wobei der ungewöhnliche Vorname nicht das einzige ist, was wir gemeinsam haben, sondern wir wurden geladen, dem Recht auf Geld das Wort zu reden. Meine Frage an Herrn Schiemann, ob ich für ein Podium beim Bund sozialdemokratischer Akademikerinnen und Akademiker, intellektueller Künstlerinnen und Künstler nicht wenigstens studiert haben sollte, wurde repliziert, im Zweifel sind Sie Intellektueller. Vor einem Jahr erhielt Kulturminister Gernot Blümel, jetzt muss man sagen damaliger Kulturminister, über eine Studie Kenntnis, dass Kunstschaffende in Österreich netto durchschnittlich 5.000 Euro verdienen. Pro Jahr. Was ist falsch am Begriff verdienen? Was verdienen Sie? Ein würdiges Leben, auch wenn Ihre Arbeit finanziell nie anerkannt wird. Und was verdient Ihr Sitznachbar? Auch ein würdiges Leben, auch wenn seine Arbeit vielleicht diesen Planeten ruiniert. Jeder Mensch in Österreich und anderswo leistet jährlich tausende Stunden Arbeit, wovon der geringste Teil bezahlt ist. Und jetzt die Frage, kann man Arbeit überhaupt bezahlen? Wie? Nach Leistung? Wenn Arbeit nach Leistung oder Ergebnis bezahlt würde, hätten wir ein Problem. Viele Banker und Politiker würden Not leiden und Mütter müssten ihren Kindern saftige Rechnungen stellen. Viele von ihnen sitzen hier in der Illusion, dass sie für ihre Arbeit bezahlt würden. Und das Zählen von Stunden, Stück und Euro den Wert ihrer Arbeit objektiv misst. Doch den Wert unserer Arbeit schätzen immer andere. Wir können menschliche Arbeit nicht bezahlen, weil sie unbezahlbar ist. Wir können sie aber ermöglichen. Die Arbeiterbewegung und daraus folgend die SPÖ ist dem Credo verpflichtet, guter Lohn für gute Arbeit.
Doch wird Arbeit hier als lohnabhängige, weisungsgebundene Pflicht definiert, dann wäre Recht auf Arbeit Recht auf Lohnabhängigkeit. Würden Sie so ein Plakat hochhalten? Was ist los, wenn progressive Kräfte wie die SPÖ sich verschleißen, den Status quo zu verteidigen? Dann sind sie eigentlich konservativ. Verkehrte Welt. Wo findet sich der wagemutige Wurf vergleichbar der ursprünglichen Idee des Sozialstaates? Die Idee eines Einkommens als Menschenrecht, hoch genug, für alle, nichts bezahlend und daher auch nichts fordernd, ist so einfach und elegant, dass wir sie kaum verstehen können. Ein Zustand, in dem Freiheit und Sicherheit kein Widerspruch sind. Sie kennen das, wie sich das anfühlt. Das war der Beginn Ihres Lebens, eine hoffentlich schöne Kindheit. Das größte Grundeinkommensprogramm in Österreich läuft übrigens seit gut 60 Jahren mit über 1 Million Menschen nahezu unwidersprochen. Das ist unser Pensionsversicherungssystem. 1 Minute brauche ich noch. Noch nicht bedingungslos in der Einzahlungsphase, aber in der Bezugsphase der Bedingungslosigkeit sehr ähnlich. Sie können Ihre Pension nicht verlieren, egal wie sehr Sie Arbeit verabscheuen. Um kein Missverständnis zu erzeugen, ich bin für Arbeit. Weder bin ich für Kombilohn als Unternehmenssubvention, noch bin ich für Mindestlohn aus Gründen, die ich in der Diskussion erläutern werde. Ich stehe hier für existenzielle Sicherheit als Grundrecht, damit Sie in Freiheit tätig werden und von einem stabilen Fundament aus dazu verdienen können. In dem Ausmaß, wie Sie das für richtig halten. Dankeschön. Darf ich an der Stelle unterbrechen? Die 3 Minuten sind vorbei. Vielleicht können wir den Rest in der Diskussion. Es wäre noch 1 Minute, wenn es okay ist. Ich gebe Ihnen eine Minute. Ja. Okay. Es ist ganz kurz noch. Was ist Arbeit überhaupt? Das ist eigentlich die Kernfrage, um die wir heute diskutieren werden, nämlich Tätigkeit. Ich behaupte, kein Mensch in Österreich ist arbeitslos, weil er keine Arbeit hat, sondern weil er über kein anderes Einkommen verfügt. Der Begriff führt unser Denken in die Irre. Es gibt Erwerbslosigkeit, aber niemand muss arbeitslos sein. Wenn jemand von Ihnen Arbeit sucht, kommen Sie nach der Veranstaltung zu mir oder schreiben Sie an die Generation Grundeinkommen. Ich habe genug für jeden von Ihnen. Sinnvolle, freudvolle, wichtige und schöne Arbeit für Jahrzehnte. Das Recht auf Arbeit wird bei mir gerne eingelöst. Wenn Sie allerdings Einkommen suchen, dann müssen Sie beim AMS oder anderswo in Abhängigkeit sich begeben, denn noch fehlt der Politik die Antwort auf die Frage, wie man arbeiten soll, wenn man kein Einkommen hat. Wie lange noch? Darüber werden wir heute reden. Lassen Sie mich mein Eingangsstatement mit Friedrich von Schiller, einer zentralen Schlüsselfigur der Aufklärung, beenden. Der Mensch ist noch nicht viel, wenn er warm wohnt und satt zu essen hat. Aber er muss warm wohnen und satt zu essen haben, wenn sich die bessere Natur in ihm regen soll. Vielen Dank. Ja, danke schön. Danke schön, Herr Pape, für diesen sehr impulsiven Eingangsstatement. Jetzt darf ich Sie, Frau Professor Breinsack, um Ihre Worte bitten. Soll ich auch aufstehen? Ja. Also danke vielmals für die Einladung. Ich bin eigentlich eine Außenseiterin der Grundeinkommensdebatte. Ich sage Ihnen ganz kurz, wie ich zu dieser Debatte kam. Und dann wurde ich auch gebeten, kurz meine Position zu umreißen, die eine unentschiedene ist. Weil ich glaube, dass die Frage Grundeinkommen ja oder nein die falsche Frage ist für unsere Zeit. Und Herr Pape, Sie haben sehr schön auch eine der Gründe dargelegt, warum das so ist. Also, wie komme ich zum Grundeinkommen? Ich bin Mitglied der sogenannten European Group on Ethics. Das ist ein Beratungsgremium der Europäischen Kommission. Und Kommissar Moedas hat uns im Frühling 2017 das Mandat gegeben, eine Stellungnahme zur Zukunft der Arbeit zu verfassen. Und da haben wir eigentlich sehr lang daran gearbeitet, zuerst mal den dominanten Diskurs zu verändern. Der dominante Diskurs, Sie wissen das wahrscheinlich, viele Stellungnahmen zur Zukunft der Arbeit kommen von McKinsey, kommen von Unternehmensberatungen und da geht es mehr oder weniger um die Roboterapokalypse. Die Roboter kommen und nehmen den Leuten die Jobs weg. Und was ist die Lösung dafür? Die Lösung ist Upskilling.
Also die Lösung ist, dass sozusagen individuell die Menschen dafür sorgen müssen, dass sie am Arbeitsmarkt weiter wettbewerbsfähig bleiben müssen. Genau diesen Diskurs wollten wir verändern. Es ist das Problem, dass wir jetzt über die Zukunft der Arbeit nachdenken, kommt nicht von den Robotern, kommt nicht aus der Technologieentwicklung, sondern es kommt aus einer Politik, die das möglich gemacht hat, dass Menschen, die Lohnarbeit nachgehen, kein menschenwürdiges Leben führen können. Und wir haben versucht, in dieser Weise die Diskussion zu verändern und haben dann uns auch die Evidenz angesehen, also die Evidenz einerseits, die Projektionen einerseits, die sagen, wir werden weniger Jobs haben, weil uns die Arbeit ausgeht. Das ist jetzt auch ein semantisches Problem. Da bin ich absolut einverstanden mit dem Herrn Barber. Die Arbeit geht uns nicht aus. Aber es ist wahrscheinlich, dass Menschen, auch wenn die Technologisierungswelle und die digitale Revolution neue Arbeitsplätze schafft, wird es, da sind sich eigentlich viele Menschen einig, wird es Menschen geben, die wahrscheinlich proportional mehr Menschen geben, die über weite Teile ihres Lebens keine bezahlte Arbeit finden, die ihnen genug bringt, um davon gut leben zu können. Und die Frage ist, wie schützen wir, wenn wir davon ausgehen, dass der Staat ein Staat ist und keine Firma, wie schützen wir die Interessen der Menschen, die das betrifft, in einer Situation, wo unsere Institutionen, die diese Rechte und Interessen schützen, eigentlich aus guten Gründen auf die bezahlte Erwerbsarbeit konzentriert sind. Okay, jetzt komme ich auch zum Schluss. 3 Minuten sind heute besonders kurz. Ich glaube, 3 kurze Punkte. Warum ist die Frage Grundeinkommen ja oder nein falsch, wenn es immer darauf ankommt, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen in ein System der politischen Ökonomie eingebettet ist. Das heißt, was müssen die Leute vom Grundeinkommen kaufen? Wenn ich mir dafür an einem deregulierten Wohnungsmarkt Wohnraum kaufen muss, wenn ich für meine Kinder Bildung kaufen muss, ist das bedingungslose Grundeinkommen eine Katastrophe. Also das ist sozusagen die erste Frage. Der zweite Punkt ist die Evidenz, die es zum bedingungslosen Grundeinkommen gibt, die immer wieder ins Treffen geführt wird, das finnische Experiment und so weiter, sind keine Experimente mit bedingungslosem Grundeinkommen, weil es sehr häufig entweder nicht bedingungslos ist oder nicht universell ist. Die Unterschiede hast du schon dargelegt. Und weil das natürlich immer in einer Gesellschaft stattgefunden hat, in der sich sonst in der politischen Ökonomie nichts verändert hat. Das heißt, wenn wir mit einem bedingungslosen Grundeinkommen experimentieren, müssen wir uns auch überlegen, wie wir das Finanzsystem und wie wir unsere politische Ökonomie umstellen. Das dritte, und das ist jetzt wirklich der letzte Punkt, oder ist das schon Punkt 4? In Wirklichkeit scheiden sich die Geister dort, wo es ums Menschenbild geht. Wenn wir ein Menschenbild haben, das davon ausgeht, dass Menschen, denen es, also die Capabilities haben, denen es gut genug geht, um gut zu leben, die wollen auch arbeiten. Und die Frage ist, wie ermöglichen wir ihnen dann ein gutes Leben? Über Lohn oder über etwas anderes? Auf der anderen Seite gibt es dieses Menschenbild, dass Menschen, sobald sie kein Einkommen mehr haben, faul werden. Bertrand Russell hat ja gesagt, die Idee, dass arme Menschen Freizeit haben, ist eine Beleidigung für die Reichen. Also da muss man auch bei allen Vorschlägen und bei allen Argumenten dafür oder dagegen immer die Frage stellen, welches Menschenbild und welche Werte unterliegen diesem Bild und diesem Szenario. Damit höre ich jetzt auf. Danke. Ja, danke für diesen inhaltlich auch sehr profunden und tiefen Statement. Liebe Frau Püringer. Ungewöhnlich bei der Podiumsdiskussion aufzustehen, aber ich schließe mich da sehr gerne an meine Vorrednerinnen und Vorredner an. Entschuldige mich auch gleich für meine Stimme, weil ich ein bisschen verkühlt bin, aber mit dem Mikro soll es mich irgendwie gut. Vielleicht liegt es auch am Mikro, das ist natürlich auch eine. Es hat geleuchtet. So geht es gleich einfach. Wunderbar. Da liegt es auch nicht an meiner Stimme, für die ich mich gerade entschuldigt habe, weil ich ein bisschen verkühlt bin. Ja, ich stehe auch sehr gerne auf. Ich finde das eigentlich sehr schön, so im Sinne eines Vortrags, den man dann auch ein bisschen, wo man sich auch ein bisschen herausfordern lässt, hier vorzusprechen. Und ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich natürlich gleich anschlussfähig wäre an viele Fragen, die die beiden Vorredner schon gestellt haben oder viele wichtige Themen, die sie aufgegriffen haben.
Ich kann gleich anschließen an das, was die Frau Professorin Preinsack gesagt hat in Bezug auf die Digitalisierung, und ich würde ein Stück weitergehen und würde sagen, wir müssen gar nicht auf die Digitalisierung warten, sondern wir sind in diesen großen Transformationen des Arbeitsmarkts eigentlich schon mittendrin. Wir befinden uns da schon genau im Zentrum dieser Verwerfungen, die wir auch sehen, und das sind so vier Phänomene, die wir vor allem in den sozialen Unternehmen, das wurde vorher schon gesagt, wir arbeiten mit langzeitarbeitslosen Menschen, das sind 40.000 Menschen im Jahr, die in den sozialen Unternehmen begleitet werden, auch wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden, oder wo wir es einfach auch nicht schaffen, wo Menschen einfach diesen Schritt in den ersten Arbeitsmarkt auch nicht schaffen. Das heißt, wir reden ein bisschen aus der Warte dieser Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, und was sehen wir? Der eine Punkt, den wir sehen, ist, dass Erwerbsarbeit nicht länger vor Armut schützt. Früher war das so, quasi in einem Modell, wo es einen Haupternährer, meistens männlich, gegeben hat, konnte man davon ausgehen, dass sich das mit einer halbwegs guten Qualifikation quasi ausgegangen ist, dass eine gute Erwerbstätigkeit auch vor Armut schützt. Das ist heute schon lange nicht mehr so. Die Jobs werden prekärer, Erwerbsbiografien werden brüchiger. Wir haben eine große Gruppe an Working Poor. Erstes Phänomen. Das zweite Phänomen ist, dass wir einerseits Menschen sehen, die viel zu viel arbeiten. Stichwort Burnout, Stichwort psychische Erkrankungen. Menschen, die diesen Druck quasi, unter dem viele Jobs auch stehen, beziehungsweise der Druck, dem man ausgesetzt ist, die das nicht mehr aushalten und die eigentlich viel zu viel arbeiten, die quasi auf viel zu viele Wochenstunden kommen, und durch politische Maßnahmen wird das eigentlich noch angeheizt, quasi Stichwort 12-Stunden-Tag. Und viele haben keine Arbeit. Menschen, die über 50 Jahre alt sind, die langzeitarbeitslos sind, haben de facto keine reale Chance mehr, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das ist die Erfahrung, die wir machen. Das heißt, alleine das Geburtsdatum ist mittlerweile ein Ausschlussgrund, um wieder Fuß am Arbeitsmarkt zu fassen. Und dann, darüber wurde noch nicht gesprochen, und das ist auch ein Thema, das ich am Grundeinkommen kritisch finde, dass diese Frage selten gestellt wird, nämlich die Verteilungsfrage von Arbeit. Weil wir ein massives Verteilungsproblem haben von Arbeit, und zwar zwischen Erwerbsarbeit und Sorgearbeit, also Verteilung zwischen Männern und Frauen. Frauen arbeiten überwiegend Teilzeit und sind auch überwiegend in Kinderbetreuung, Betreuung von älteren Menschen tätig. Also wir haben ein großes Verteilungsproblem in Bezug auf Teilzeitarbeit und Care-Arbeit. Und insgesamt, und das wäre mein Befund, haben wir eine sehr eingeschränkte Sicht auf das Thema Arbeit. Weil Arbeit ja nicht nur Erwerbsarbeit ist. Arbeit besteht insgesamt aus vielen Dimensionen, aus vier Dimensionen könnte man sagen. Das ist die berühmte Vier-in-Einem-These von Frieda Haug, die sagt, Arbeit ist einerseits Erwerbsarbeit, es ist Sorgearbeit, es ist auch sowas wie politische Arbeit und Engagement, freiwilliges Engagement, und auch die Arbeit an sich selbst. Da lächeln immer einige und sagen, was, Arbeit an sich selbst, das ist Arbeit. Aber wenn man quasi all diese Dimensionen, es bedeutet in Wirklichkeit Weiterbildung, auch Regeneration, sich quasi auf neue Themen im Leben einlassen. Und wenn man alle diese vier Dimensionen ernst nimmt, dann müssen wir in Wirklichkeit über Verteilung reden, weil wir sozusagen gar nicht mehr Zeit haben, uns all diesen vier Dimensionen von Arbeit zu widmen. Insofern, weil Sie gesagt haben, oder weil du gesagt hast, Taimo, wo ist der wagemutige Wurf auch in Bezug auf das Grundeinkommen, warum gibt es da keinen großen wagemutigen Wurf? Mein Ansatz wäre, es könnte eine Vision sein, aber ich finde es spannender im Moment, so ein Stück weit auf die Utopien, auf die kleinen Utopien, die auch wirklich funktionieren, hinzuarbeiten und sich an einigen Dingen auszuprobieren. Unter anderem war das für mich die Aktion 20.000, und zu der kann ich dann in der Diskussion noch später was sagen. Ja, ich glaube, jetzt geht's wieder. Nein. Nein, jetzt. Ah, danke. Vielen Dank für deinen Input. Ich sage jetzt einfach du, sonst wird das zu kompliziert auch heute am Podium. Das hin und her wechseln. Über die Aktion 20.000, jetzt ist wieder vorbei, werden wir sicher noch mehr sprechen. Das ist ja auch ein. Danke. Ein Anlass gewesen, die Beschäftigungsgarantie zu thematisieren, aber vorher darf ich noch dich, Markus Matterbauer, um dein Statement bitten. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir
heute offensichtlich von den drei Vorrednerinnen her schon eine sehr spannende Diskussion haben werden und freue mich, dass diese gesellschaftlichen Möglichkeiten, Grundeinkommen, Jobgarantien, garantierte Leistungen, auf die ich dann auch noch hinweisen möchte, in der Diskussion sind. Und es ist angemessen, scheint mir, weil wir in Österreich zu den reichsten Gesellschaften der Welt gehören und uns sehr viel mehr leisten können gesellschaftlich, als uns das immer vorgemacht wird. Wir haben also sehr viele Möglichkeiten, die Gesellschaft zu verbessern, und wir müssen darum streiten, was gute Entwürfe sind, um die Gesellschaft gerechter, lebenswerter, besser für die Menschen zu machen. Was die konkrete Frage des Grundeinkommens betrifft, so glaube ich, dass die Grundeinkommensdebatte einen Beitrag dazu leisten kann, dass Freiheit für mehr Menschen verwirklicht wird, Sicherheit für Menschen gegeben wird und damit Innovation ermöglicht wird. Für mich sind das die drei großen sozusagen Bestandteile, an denen wir die verschiedenen politischen Vorschläge messen wollen: Freiheit, Sicherheit und Innovation oder Weiterentwicklung. Meine persönliche Position ist, dass der Sozialstaat, der über Jahrzehnte von den arbeitenden Menschen, ob unselbstständig oder selbstständig, da möchte ich jetzt gar nicht differenzieren, erkämpft wurde, dass der Sicherheit in größerem Ausmaß geben kann, als es ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen tun kann. Ich möchte es nur kurz die Vorteile des Sozialstaates vielleicht mit einem Schlagwort skizzieren. Der Sozialstaat hilft den Menschen immer in jenen Lebensphasen, wo sie besonders bedürftig sind. Das ist vor allem am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens im Alter, wenn man pflegebedürftig ist. Der Sozialstaat ist ganz zielgerichtet auf diese Phasen, wo Menschen Gesellschaft brauchen. Also am Anfang des Lebens, wenn man ein kleines Kind ist, und so brauche ich nicht darstellen, hat jeder erlebt. Aber auch in der Mitte des Lebens, wenn man krank wird, wenn man einen Arbeitsunfall hat etc. Und am Ende des Lebens, wenn man Pension hat und dann vielleicht auch pflegebedürftig wird. Der Sozialstaat ist ganz konkret auf diese Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet und sichert in diesen Phasen die Bedürfnisse der Menschen deshalb auch besser als ein Grundeinkommen, das sich an alle Menschen richtet, egal ob sie gerade bedürftig sind oder nicht. Nehmen wir nur die Pension her. Die Pensionen sind heute, selbst die niedrigsten Pensionen sind in Österreich mindestens ein Drittel höher, als man so aus der Grundeinkommensdiskussion kennt. Ich würde deshalb mein Konzept, und ich glaube schon, dass das visionär ist, würde deshalb in die Richtung gehen, den Sozialstaat weiter auszubauen, insbesondere Ansprüche an soziale Dienstleistungen für alle Menschen sozusagen schaffbar zu machen. Wir haben in Österreich da viel erreicht, aber etwa, weil ich vorher den Pflegebereich angesprochen habe, gerade im Pflegebereich müssen wir noch sehr viel tun, um für alle Menschen, die pflegebedürftig sind, sozusagen gute Leistungen sicherstellen zu können. Jetzt noch kurz zur Jobgarantie. Ich glaube, da hat Judith ohnehin schon einiges gesagt, wo ich mich anschließen würde. Integration in die Gesellschaft hat in den Industriegesellschaften, in den westeuropäischen, die längste Zeit sehr gut funktioniert durch Integration in den Arbeitsmarkt. Und gerade in den letzten Jahrzehnten ist es, glaube ich, war es ein großer Fortschritt, dass es gelungen ist, vor allem Frauen über Integration ins Erwerbsleben sozusagen deren ökonomische und soziale Position auch deutlich zu verbessern. Ich halte es für einen sinnvollen Schritt. Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, Geflüchtete zum Beispiel über Integration ins Erwerbsleben zu integrieren in die gesamte Gesellschaft, und glaube, dass deshalb Jobgarantien für soziale Gruppen, die sich am Arbeitsmarkt nicht so leicht tun, insbesondere Ältere, Langzeitarbeitslose mit vielleicht auch gesundheitlichen Einschränkungen, besonders gute und zielgerichtete Strategien sind. Aber insgesamt möchte ich sozusagen meinen ersten Beitrag für die Debatte unter diesen Gesichtspunkt stellen, dass wir so reiche Gesellschaften sind, dass wir in einer sehr angenehmen Situation sind, zu uns zu überlegen, was denn sozusagen den Menschen am meisten bringt. Und für mich ist es die Weiterentwicklung des Sozialstaates die größte Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. Und ich glaube, dass es viele gute und konkrete Ansatzpunkte gibt, wie wir den Sozialstaat noch besser machen können und für alle Menschen zu einem guten Leben führen können. Ja, danke schön an alle meine Gäste, unsere Gäste heute. Die Ausführungen sind jetzt etwas länger geworden und es hat den Eindruck, als würde es keine Widersprüche geben, aber die gibt es natürlich zwischen diesen Konzepten. Und
Und beispielsweise würde mich interessieren beim Grundeinkommen, Herr Pape, also wenn das wirklich so, wie ich das im Eingangsstatement definiert habe und so wie es ja auch als bedingungslos ist und universell, dann führt das doch dazu, dann führt das zu einer hohen, kann das zu einer hohen Preissteigerung führen. Also Sie brauchen ein sehr hohes Abgabenaufkommen, um das zu finanzieren, zusätzlich zu den bestehenden Sozialleistungen, wie der Markus Matterbauer das jetzt schon angesprochen hat, außer man will die abbauen, aber das setzen wir jetzt einmal nicht voraus, dann würde das zu einer inflationären Tendenz führen. Also es würde einfach zu einer Geldentwertung führen, zu einer Entwertung des Grundeinkommens und aller anderen Löhne und Geldleistungen. Was können Sie dem entgegen? Ja, völlig richtig. Das ist die sogenannte Idee, man gibt es additiv aus, also zu allem heute bestehenden Einkommen, das Grundeinkommen zusätzlich. Dann muss man sich überlegen, wer ist die auszahlende Stelle. Das wird in aller Regel der Staat sein. Wie kommt der Staat in die Verfügbarkeit der dafür erforderlichen Summe? Durch Steuern. Wohin finden die Steuern ihren Weg? In die Preise. Also das ist ein geschlossener Geldkreislauf. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Ein Grundeinkommen würde in aller Regel zu einem Gleichgewicht auf einem höheren Niveau führen. Und das wäre dann quasi auch der Grund, warum es Österreich nicht einführen kann. Weil dann müssten wir in Konkurrenz stehen zu anderen Ländern, die diesen Schritt nicht wagen. Und Sie können sich vorstellen, wenn wir uns dort zu einem Hochpreisland machen, dann kommen weniger Touristen zu uns, wir gehen mehr ins Ausland einkaufen und es wird für unsere Wirtschaft sehr, sehr schwer, diesem Stresstest zu widerstehen. Deswegen denken wir, also in dem Verein, für den ich hier heute eingeladen bin zu sprechen, in der Generation Grundeinkommen nach über eine substitutive Lösung, dass das Grundeinkommen quasi in die bestehenden Einkommen hineinwächst und Teil ihrer heutigen Nettoeinkommen wird. Dann ist es also nicht diese Obendrauf-Logik und wir können uns die Inflation weitestgehend sparen, weil dann trifft es oder es profitieren in erster Linie die Menschen, die heute weniger als bedingungsloses Grundeinkommen haben. Also so eine Art Freibetrag oder Einschleifregelung. Ja, das können Sie so sehen und wir haben das mal, nur damit Sie eine Zahl, also eine grobe Quantifizierung einmal im Raum stehen haben. Wir haben uns das von der Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsforschung in Innsbruck mal ausrechnen lassen, was für eine Summe an Geld wäre in Österreich nötig, damit garantiert ist, dass niemand als Erwachsener weniger als 1000 Euro 12-mal im Jahr und niemand, wenn er jünger als 18 Jahre ist, die Hälfte garantiert hat. Und diese Summe wurde errechnet für das Jahr 2017 mit 14,8 Milliarden Euro, was etwa 4% des BIPs entspräche. Gut, und ich möchte sozusagen nach der Zahl, die ja ungefähr etwas ist, was ein Steuerreformvolumen, zugegeben ein engagiertes, aber ein machbares Volumen ist, möchte ich an den Herrn Matterbauer replizieren. Ich bin auch ein großer Fan des Sozialstaates und freue mich ebenfalls, hier sitzen zu können, über solche Themen reden zu können und nicht sozusagen existenzielle Probleme wie haben wir genügend Wohnraum, genügend Wasser etc. mit ihnen lösen zu müssen. Das heißt, wir haben sozusagen einen Sozialstaat, der schon gigantisch viel umverteilt, unheimlich viel tut, aber er hat dennoch einen Fehler und diese Spitze müssen Sie mir erlauben, wir haben Armut. Und Armut ist der Fehler des Sozialstaates, weil er trotz des Volumens und trotz bester Administration nicht alle oder nicht alle ausreichend erreicht. Und um sozusagen eine Replik vorwegzunehmen, das Grundeinkommen hat auch einen Fehler. Es erreicht nämlich alle, aber diesen Fehler kann man mit einer Steuer sanieren. Vielleicht lassen wir replizieren und Markus, was sagst du darauf? Die Judith Thüringer hat ja auch gesagt, dass ganz viele Menschen heutzutage einfach nicht mehr unterkommen am Arbeitsmarkt. Die sind dann angewiesen, und es ist jetzt negativ zu meinen, angewiesen auf Beschäftigungsprogramme. Ist es da nicht gescheiter, so wie der, Helmut Pape sagt, die mit einem Grundeinkommen sozusagen zu versorgen, damit sie sich frei entfalten können? Ich möchte auf zwei Dinge hinweisen. Das eine ist, ich glaube, wir müssen konstatieren in Österreich, wir haben 300.000 Arbeitslose, wir haben bis zu 1 Million Leute, die man im weitesten Sinn als prekär beschäftigt ansehen kann. Auf der anderen Seite
Also wir haben nicht das sozialdemokratische Ziel der Vollbeschäftigung verwirklicht. Ich würde aber glauben, dass es nach wie vor ein sinnvolles Ziel ist und dass Vollbeschäftigung grundsätzlich möglich ist in einer Gesellschaft, die bereit ist, sozusagen in die Märkte aktiv zu intervenieren. Ich lasse das da mal ganz allgemein. Also ich halte das Vollbeschäftigungsziel nicht für ausgeschlossen. Möchte zum Beispiel darauf hinweisen, dass allein im jüngsten Konjunkturaufschwung seit 2015 in Österreich nicht Jobs verloren gegangen sind, wie man vielleicht der öffentlichen Debatte entnehmen könnte, sondern 250.000 Jobs mehr als vor 3 Jahren. Unglaublich. Im Jahr 2018 ist die Vollzeitbeschäftigung gestiegen und die Teilzeitbeschäftigung gesunken. Das heißt, wir haben viel mehr Vollzeitarbeitsplätze und wir haben hochqualitative Arbeitsplätze mit guten Einkommen im Konjunkturaufschwung entwickelt. Also es ist nicht sozusagen, man muss am Arbeitsmarkt nicht die Flinte ins Korn werfen. Es ist Ausdruck verfehlter Politik, dass wir keine Vollbeschäftigung haben. Punkt 1. Punkt 2. Das Konzept, das jetzt präsentiert wurde, unterscheidet sich aber ganz stark vom universellen bedingungslosen Grundeinkommen. Also wenn ich das Konzept richtig verstehe, es ist im Wesentlichen das, was Sozialminister Hunsdorfer verwirklicht hat mit der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Also Leute, die zu wenig haben, bekommen mindestens einen gewissen Betrag, der ist in der bedarfsorientierten Mindestsicherung knapp 900 Euro gewesen. Ich glaube, dass bedarfsorientierte Mindestsicherung ein ganz großer gesellschaftlicher Fortschritt war und es ist einer der großen Verfehlungen der schwarz-blauen Regierung, dass man das wieder abgeschafft hat und die alte Sozialhilfe eingeführt hat. Das war einer der großen Fortschritte, die bedarfsorientierte Mindestsicherung. Und ich wäre dafür, das wieder einzuführen für ganz Österreich, nicht nach Bundesländern differenziert mit Mindestsicherung, aber auch angebunden an den Arbeitsmarkt, klarerweise. Aber das hat nichts zu tun mit bedingungslosem Grundeinkommen aus meiner Sicht. Ja? Nur, dass wir über die richtigen Konzepte reden. Da bin ich dafür, beim bedingungslosen Grundeinkommen, da wüsste ich mir was Besseres mit den zig Milliarden oder 100 Milliarden anzufangen, die das dann kostet. Jetzt sind wir soweit. Ja, bitte gern. Das Stichwort war Armut und Armutsbekämpfung. Und du hast gesagt sozusagen, das ist das große Versäumnis des Sozialstaats, dieses Thema quasi nicht genügend abzudecken oder dieses Thema einfach auch nicht in den Griff zu bekommen. Und das stimmt. Wir haben Armutsgefährdung, wir haben Familien, wo Armut vererbt wird. Wir haben jetzt mit der neuen Sozialhilfe quasi wieder die Basis dafür gelegt, dass noch mehr Menschen in Armut kommen oder armutsgefährdet sind. Und gleichzeitig wissen wir, und ich bin ja auch von der Österreichischen Armutskonferenz, dass Armut ein sehr vielschichtiges Phänomen ist. Und ich finde, dass das Grundeinkommen einen Teilaspekt beantwortet, nämlich das Thema Existenzsicherung. Und ja, das ist der Punkt, dieses Recht auf Geld. Aber Armut ist so vielgestaltig. Das heißt, eine wirksame Armutsbekämpfung braucht ja Existenzsicherung, braucht aber auch noch viel anderes, braucht Zugang zu sozialen Dienstleistungen, und zwar niederschwelligen sozialen Dienstleistungen, Dienstleistungen, die funktionieren. Also es braucht hier schon die Antwort auf sozialpolitische Fragestellungen, die sehr komplex sind, die mit Geld alleine nicht zu lösen sind. Der dritte Punkt für eine wirksame Armutsbekämpfung ist eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die funktioniert, die Menschen, die zum Beispiel gesundheitliche Einschränkungen haben, die lange aus dem Arbeitsmarkt herausgefallen sind, überhaupt wieder ermöglicht, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Das heißt, es braucht eine aktive Arbeitsmarktpolitik, auf die braucht es Finanzierung. Und der vierte Punkt ist das Thema Teilhabe und Partizipation. Und das ist für mich jetzt ein ganz ein wichtiger Punkt, weil die Frage der Veranstaltung heute ist Recht auf Geld, Fragezeichen, oder Recht auf Arbeit. Und ich würde die Frage ganz anders stellen, weil die Frage, die mir am Herzen liegt, ist Recht auf Teilhabe. Darum geht es. Es geht um umfassende Teilhabe und nicht nur um das eine oder das andere. Und was ich befürchte, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eine Form des bedingungslosen Grundeinkommens für viele Menschen auch sehr schnell zum Abstellgleis werden kann. Und sehr schnell über diese Idee eines Bürgergelds, also ich sage nur, wenn die Idee des Grundeinkommens, und das macht mich halt schon ein bisschen wachsam, dass diese Idee halt schon sehr stark auch von liberaler Seite kommt, von Unternehmensseite kommt. Warum? Ich glaube schon, dass hier die Gefahr auch besteht, dass Menschen dann einfach quasi aufs Abstellgleis gestellt wird, wo gesagt wird, okay, du bekommst diesen Betrag, und jetzt verwirklich dich, das kann für viele sehr zynisch klingen und kann auch sehr elitär klingen, wenn ich sage, jetzt verwirkliche dich und finde die Arbeit, die du wirklich, wirklich willst. Was hilft mir das, wenn ich älter bin, eine gesundheitliche Einschränkung habe und so weiter. Also für mich ist der zentrale Punkt Teilhabe, und der zentrale Punkt ist einfach, und das kann für mich auch nur der Sozialstaat, umfassende soziale Dienstleistungen, das ist für mich Existenzsicherung ein Teilaspekt. Und der zweite Punkt ist einfach dieses Thema Verteilung, und insofern muss ich auch auf diese Idee der Vollbeschäftigung, ja,
aber ich finde, dass Vollbeschäftigung auch nicht mehr das ist, was wir uns alleinig wünschen können. Also Vollbeschäftigung unter ganz bestimmten Bedingungen. Weil eine Vollbeschäftigung, die immer noch von diesem männlichen Ernährerbild ausgeht, ist keine Vollbeschäftigung, die, glaube ich, zukunftsfähig ist, in einer Zeit großer Verwerfungen mit der Digitalisierung und so weiter. Also ich glaube, wir müssen über dieses Thema Verteilung von Arbeit zwischen Menschen, zwischen Männern und Frauen und insgesamt in unserer Gesellschaft ganz stark reden. Und das muss auch in so eine Idee der Vollbeschäftigung noch eingeschrieben sein. Und das vermisse ich ein bisschen. Also wenn dann das Thema Vollbeschäftigung auf den Tisch kommt, habe ich das Gefühl, es ist so ein rückwärtsgewandtes Konzept. Und ich finde, wir brauchen eine zukunftsorientierte Idee, was Vollbeschäftigung dann eigentlich bedeuten kann. Eine kurze Folgefrage. Bedeutet das jetzt Grundeinkommen, ja, kann man zusätzlich auch machen, oder ist es Geld- und Zeitverschwendung und es gibt bessere Ansätze, um das Problem Mangel der Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten zu lösen? Ich bin seit 15 Jahren in der Arbeitsmarktpolitik und ich finde es total spannend zu bemerken, dass vor 10 Jahren haben noch sehr wenige Menschen über das Grundeinkommen geredet. Mittlerweile habe ich das Gefühl, in dem Moment, wo jemand Arbeit sagt, sagt irgendjemand im Publikum Grundeinkommen. Also es ist schon ein Phänomen, das einfach angekommen ist in der Diskussion und es hilft uns weiter. Also im Sinne eines Diskussionsbeitrags und auch einer Utopie finde ich es total wertvoll, weil natürlich ein Grundeinkommen geht vom Menschenbild, du hast es gesagt, von diesem Menschenbild aus, dass Menschen arbeiten wollen. Und das merken wir ja auch, Menschen wollen arbeiten, weil Menschen teilhaben wollen, weil Menschen sich als mit ihren Fähigkeiten einbringen wollen und weil Menschen ohnehin ja immer beschäftigt sind. Also wir sind ja beschäftigt, auch die arbeitslosen Menschen, die in der Armutskonferenz vernetzt sind, genau, sind ja Erwerbsarbeitslose, die sind unglaublich tätig und beschäftigt, weil wir Menschen so sind, weil wir sozusagen, also da 100% d'accord, insofern finde ich es einen total wertvollen Beitrag, im Sinne einer Utopie, aber mich interessieren quasi auch, wie ich schon vorher gesagt habe, diese kleinen Worker-Utopias on the way, also was quasi können wir auf dem Weg vielleicht irgendwann einmal hin zu sowas wie einem Grundeinkommen jetzt schon umsetzen, um nicht Gefahr zu laufen, mit so einem Thema halt dann auch schnell an den Rand gedrängt zu werden, das wäre meine Befürchtung. Okay, jetzt war das Menschenbild ist jetzt wieder angesprochen worden. Und was mir auch aufgefallen ist, dass Grundeinkommen sowohl von liberaler und auch neoliberaler Seite propagiert wird, auch im ökonomischen Diskurs, ist ein typisches liberales Projekt, ja, mit dem Friedman und so weiter. Aber es gibt auch Attac, propagiert auch das Grundeinkommen. Also es gibt irgendwie so plakativ gesagt, das, sagen wir mal, rechte und das linke Grundeinkommen. Wie ist das, also gehen wir einen Schritt zurück, wie ist das zu verorten und wie hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass es jetzt wieder eine Begriffsverwirrung zu geben scheint? Also ist es doch nur die Mindestsicherung oder ist es ganz was anderes? Ich glaube, es ist nicht, es sollte nicht unser Ziel sein zu sagen, was jetzt sozusagen die richtige Definition eines Grundeinkommens ist. Aber man kann so vier Elemente destillieren, die sich unter den Grundeinkommenspuristinnen finden. Also das sind jene Menschen, die dann sagen, das, was sie propagieren, ist kein Grundeinkommen. Oder negative Einkommensteuer ist kein Grundeinkommen. Also das ist das Erste, es muss existenzsichernd sein. Also es können nicht 400 Euro sein. Ja? Es muss wirklich die Existenz sichern. Das Zweite, es muss einen individuellen Rechtsanspruch geben. Und das ist natürlich auch der Unterschied zur negativen Einkommensteuer, die den Haushalt auch als Bezugsgröße hat, beziehungsweise für steuerpflichtige Personen geht. Also einen individuellen Rechtsanspruch, den man bei Geburt eines Menschen ein- und beim Tod ausschaltet. Das Zweite, es darf keine Bedürftigkeitsprüfung geben und keine Bedarfsprüfung. Und das Vierte ist, es muss ohne Gegenleistungen sein. Das sind sozusagen die Puristinnen unter den Grundeinkommensbefürwortern, die sagen, es muss diese vier Elemente geben. Und da sehen wir dann auch, dass in der Geschichte sich die linken Ideen, wenn ich das jetzt mal so pauschal sagen darf, von den konservativen, libertären Ideen sehr stark unterscheiden. Man sagt sehr häufig, und da bin ich auch mitschuldig, also wenn man versucht, eine kurze Geschichte des bedingungslosen Grundeinkommens zu erzählen, würde man vielleicht im 16. Jahrhundert beginnen, also man beginnt auch mit der Reformation vielleicht, als es nicht mehr diese
Teleologie gab, dass allen Menschen vorbestimmt ist in Europa, also dass Gott sozusagen uns einen Platz vorbestimmt hat und da können wir uns eh nicht wegbewegen, sondern dass die Verantwortung für das eigene Seelenheil und auch die Verantwortung für das eigene Wohlbefinden in der Welt ein individuelles ist. Und hier gibt es aber bei den ersten Ausprägungen dieser Idee immer eine moralisierende Debatte rundherum. Das ist immer die Idee, dass man extreme Armut mildern oder vermeiden soll, auch weil extreme Armut natürlich Kosten verursacht für die Gemeinschaft. Nicht nur, also die gerade christliche Sozialmoral möchte natürlich auch extreme Armut und Leiden vermeiden, weil es sozusagen eine gute Christenpflicht ist. Aber da geht es immer darum, eine Gegenleistung, zumindest in der Bereitschaft zum Arbeiten und zum Bravsein einzufordern. Aber bei dem konservativen Teil ist das ja eher nicht so, oder? Da geht es in Wirklichkeit darum, dass der Sozialstaat abgebaut werden soll. Das auch, aber ich glaube, das kann man nicht von dieser Idee völlig abtrennen. Also das ist jetzt mal sozusagen die christliche Idee, wir mildern extreme Armut ab, aber es muss eine Gegenleistung geben, es muss zumindest die Bereitschaft geben, sozusagen sittlich und moralisch zu sein, da gehört die Arbeit dazu. Okay. Das Almosendenken auf den Genau, ja. Und da ist jetzt natürlich, das sind linke Artikulationen eines Basiseinkommens anders und emanzipatorisch, weil sie sagen, jeder Mensch hat ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Die Frage, wie und wo und wann man arbeiten möchte, steht auf einem anderen Blatt. Wie und wo und wann man teilhaben kann und wie man dadurch befähigt wird, steht auf einem anderen Blatt. Und auch, also wie man politische Teilhabe organisiert und so weiter, steht auf einem anderen Blatt. Und auch wie zum Beispiel Grundlagen, Dienstleistungen, ein ganz wichtiger Punkt, wie die organisiert werden, steht auch auf einem anderen Blatt. Das ist jetzt nicht unkompatibel. Also die linke Artikulation eines Basiseinkommens ist da wirklich emanzipatorisch in dem Sinne, dass sie eben nicht, also dass sie mit dieser Vorstellung, Menschen müssen bereit sein zu arbeiten, radikal bricht. Das Problem dabei ist natürlich das, was man als das Problem des einzelnen Hebels bezeichnet, dass wenn wir jetzt dieser emanzipatorischen Vision, und ich stimme da Judith vollkommen zu, als Heuristik, als Utopie ist das eine sehr interessante Fragestellung, wenn man dem Recht gibt und wenn man sagt, okay, wir führen jetzt ein wirklich bedingungsloses Grundeinkommen ein, mit diesen vier Kriterien, die ich eingeführt habe, dann kann das natürlich jede Regierung einfach abschaffen. Da sind wir jetzt da wieder bei der Mindestsicherung, ja. Weil also dieses der eine Hebel, der einfach auf- und abgedreht nach politischen Gutdünken auf- und abgedreht werden kann, Herr Pape, ist es in Wirklichkeit so, dass Sie, oder habe ich jetzt... Nein, das macht überhaupt nichts. Ich wollte noch was zum okay. Silikontal sagen, aber das kann man später machen. Okay, zum Silikon. ist es... in Wirklichkeit so, wie der Markus Matterbauer auch inszeniert hat, dass es vielleicht, oder ich unterstelle es jetzt einmal, oder nicht so sagen, dass es ausreicht, einfach die Mindestsicherung anzupassen, noch zu verbessern, universeller zu gestalten, und dann sind wir bei dem, was Sie fordern. Naja, da muss man dazu sagen, die Mindestsicherung, die hat ja eigentlich ganz edle Zielsetzungen. Also sie soll einerseits die Armut wirklich verhindern und andererseits soll sie einen Arbeitsanreiz bieten. Das Problem ist, dass sich diese Ziele widersprechen. Also wenn der Betrag hoch genug sein soll, um Armut zu vermeiden, dann ist oft der Arbeitsanreiz nicht mehr gegeben. Das kann man natürlich auch aus der Perspektive des Arbeitsmarktes sehen, weil die Mindestsicherung fragt völlig zu Recht, wie viele Mäuler müssen gestopft werden und der Job, der besser zahlt, bloß weil man drei Leute ernähren muss, den gibt es nicht mehr. Also das ist quasi ein Spannungsfeld, wo wir uns auch im Verein Gedanken gemacht haben, wie kann man das auflösen. Und ich möchte sozusagen diese Idee, dass das Grundeinkommen ein Abstellgleis ist für Leute, die es am Arbeitsmarkt nicht schaffen, also komplett verwerfen. Im Gegenteil, das Grundeinkommen ist quasi die Voraussetzung, um überhaupt arbeiten zu können. Sie müssen zuerst leben und dann können Sie erst arbeiten. Das ist sozusagen die Umkehr dessen, wie wir es immer im Sprachgebrauch verwenden. Ich lebe von meiner Arbeit. Ich verdiene Geld.
ja, anschmoren. Ich muss zunächst einmal mit meiner Kraft und ausgestattet sein, damit ich überhaupt tätig werden kann. Und dann ist eben das Problem, viel, viel, viel Arbeit auf diesem Planeten will getan werden, weil sie wichtig ist. Ich erinnere an die Fridays for Future, aber die wird nicht bezahlt. Und umgekehrt gibt es eine ganze Menge Tätigkeit, die sehr gut bezahlt wird, aber diesen Planeten nicht weiterbringt. Ich glaube, das sehen wir auch bei der Care-Arbeit, oder? Also das, was du angesprochen hast, das ist dann gar nicht so weit entfernt, dass manche Arbeit oder Care oder halt Pflegearbeit, Hausarbeit, Dinge, die zum Großteil von Frauen auch verrichtet wird. Ja, völlig richtig. Das ist ja ein Riesendrama, dass man im Jahr 2019 noch den Satz hören kann, arbeitet die Judith eigentlich schon wieder oder ist sie noch daheim bei den Kindern? Ich meine, das ist ja pervers. Ja, wie kann man das anders lösen? Also wie kann man die Arbeit besser aufteilen? Weil das hast du ja auch angesprochen, kritisiert zu Recht. Also der erste Punkt ist einmal, es überhaupt zu thematisieren, beziehungsweise politisch zu thematisieren. Da gibt es einfach noch viel zu wenig Lösungen. Also ich finde es auch ein Skandalon, dass Frauen in Teilzeit arbeiten, dass die Teilzeitquote so hoch ist. Und über dieses Verteilungsthema so offen zu sprechen und dann halt auch die entsprechenden politischen, also es gibt ja genügend politische Lösungen, die man sich überlegen kann. Ich meine, der erste Schritt wäre natürlich, über eine Arbeitszeitverkürzung nachzudenken, beziehungsweise eine die Vollzeitarbeit zu reduzieren, also die Normalarbeitszeit zu reduzieren. Das wäre mal der erste wichtige Schritt, weil nur dann, wenn ich natürlich, es gibt diesen schönen Satz, wenn man sozusagen jetzt bei dieser 4-in-1-Perspektive bleibt, also sagt, Arbeit ist nicht nur Erwerbsarbeit, Arbeit hat alle Dimensionen, die Arbeit hat, die ich vorher ausgeführt habe, dann ist ein Manager, der sich rühmt, 80 Stunden die Woche zu arbeiten, in mindestens drei Bereichen ein Minderleister, in mindestens drei Bereichen von Arbeiten. Hier könnte man auch sehr schön diesen Leistungsbegriff, der ja auch stark propagiert wird, also Leistung definiert sich über die 60, 80 Stunden die Woche Erwerbsarbeit leisten. Man könnte das auch umdrehen und sagen, solche Manager zum Beispiel sind sicher Minderleister, wenn es um Care-Arbeit, um freiwilliges Engagement und Arbeit an sich selbst geht. Also man könnte diese Bilder umdrehen und ich glaube, an einer Arbeitszeitverkürzung wird nichts daran vorbeiführen und das wäre natürlich der erste wichtige Schritt, um dann auch Arbeit neu verteilen zu können. Weil das ist schon quasi eine Realität auch von Frauen, dass Frauen in dieser Verhandlungsmacht jetzt auch quasi in den Familien natürlich total geschwächt sind, weil sie dann eben sehr oft die sind, die zurückstecken, wenn man quasi auch schaut, welche Arbeit wird wie bezahlt. Wir haben quasi den Gender Pay Gap, Frauen bekommen ohnehin weniger bezahlt für gleiche Arbeit. Und dann passiert es einfach sehr oft so, dass diese pragmatische Frage gestellt wird, wer verdient mehr und die Person bleibt dann zu Hause. Wenn man sagen würde, es gibt eine kurze Vollzeit für alle oder es gibt sowas wie eine Elternteilzeit für beide, wo beide quasi weniger Stunden arbeiten, dann wäre da schon ein erster guter Schritt getan. Also ich glaube, da geht es einerseits um Sensibilisierung und um ganz konkrete politische Maßnahmen, um dieses Thema sozusagen auch wirklich zu verändern. Und im Moment hat man völlig gegenteilige Maßnahmen gesetzt, meiner Meinung nach. Du sagst beispielsweise Arbeitszeitverkürzung. Ja. Markus, du hast dich auch zu Wort gemeldet. Ich kann da direkt anschließen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Verteilung von bezahlter mit Verteilung von unbezahlter Arbeit und Care-Arbeit in einem gedacht werden muss. Ich möchte aber darauf hinweisen, da wäre ich schon optimistischer jetzt, dass in den letzten, sagen wir, 5 Jahren, nach 20 Jahren Pause der Debatte über Arbeitszeitverkürzung, wir endlich das Thema Arbeitszeitverkürzung wieder auf der politischen Agenda haben und die Gewerkschaften doch große Erfolge auch erzielt haben. Also wir haben jetzt einige Modelle, wo Vollzeitarbeit doch merklich verringert werden kann. Freizeitoption ist immer das, was wir vor uns hertragen, aber es sind große Erfolge in den Kollektivvertragsverhandlungen, dass Menschen die Lohnerhöhungen auch in Form von geringeren Arbeitszeiten nehmen können, was vor allem bei Jüngeren sehr beliebt ist. Wir haben neue Schichtmodelle entwickelt. Also die Gewerkschaften sind viel innovativer geworden in dieser Hinsicht. Wir haben die Forderung nach der 6. Urlaubswoche für alle und so weiter. Also Arbeitszeitverkürzung steht auf der Agenda, genau weil es in diese Richtung gehen muss. Dass neue Vollzeitbeschäftigung das bedeuten soll, was die Menschen auch, die arbeitenden Menschen auch in den Umfragen sagen, wie lange wollen sie eigentlich arbeiten? Und das Ergebnis ist, Frauen und Männer wollen beide ungefähr so 30, 35 Stunden arbeiten.
Und in diese Richtung muss es gehen. Ja? Das bedeutet natürlich entsprechende Unterstützungen von der Lohnpolitik und so weiter. Aber ich möchte auf einen zweiten Punkt eingehen. Die starke Konzentration der Care-Arbeit auf Frauen ist ja vor allem dadurch auch entstanden, dass wir viele dieser Dienstleistungen, die wir alle brauchen, in der Familie sozusagen bereitstellen. Und ich glaube, man muss aus diesem Familienmodell einfach auch stärker herauskommen. Und da sind viele andere Gesellschaften schon weiter als wir. Wenn wir an die skandinavischen Länder denken, im Bereich der Kinderbetreuung sind die lange vor uns gewesen mit dem Ausbau, Vollausbau der Kindergärten und Krippen. Wir sind da jetzt auf gutem Weg und haben große Fortschritte erzielt. Aber im Bereich des Pflegewesens zum Beispiel sind wir noch immer ganz stark innerhalb der Familie und dann mit 24 Stunden Betreuung etc. Die skandinavischen Länder haben einen Rechtsanspruch auf Pflegeleistungen gegenüber den Kommunen entwickelt, was sowohl mobile Pflege betrifft, als auch schlussendlich stationäre Pflege, wenn es notwendig ist. Und das heißt, wir müssen solche elementaren Dienstleistungen, auf die alle Menschen angewiesen sind, so organisieren, dass man von der Arbeit, die dort geleistet wird, auch leben kann. Und ich glaube, das ist eben eines dieser Elemente, wo wir den Sozialstaat weiterentwickeln können und den Menschen einfach gutes Leben dadurch ermöglichen können. Belasse dabei. Danke. Barbara, jetzt möchte ich dich auch noch einmal zu Wort kommen lassen. Ich habe dich vorher abgeschnitten mit dem, also das Silikontal, wolltest du noch ansprechen? Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, also Silicon Valley, Digitalisierung. Das hat ja gerade Digitalisierung, technologischer Fortschritt, hat ja bei diesen beiden Maßnahmen komplett unterschiedliche Auswirkungen, denke ich mir. Also beim Grundeinkommen kann sie vielleicht eher die Digitalisierung oder technologischen Fortschritt fördern, indem eher sozusagen Automatisierung stattfindet. Und bei der Beschäftigungsgarantie wirkt es vielleicht eher strukturkonservierend oder wie siehst du das? Also auf das wollte ich eigentlich gar nicht raus. Worauf ich hinaus wollte, ist die Tatsache, dass viele progressiv denkende Menschen und Menschen, denen soziale Gerechtigkeit wichtig ist, sehr lange bei dem Wort Grundeinkommen allergisch reagiert haben, weil die Idee des Grundeinkommens, wie wir alle wissen, sehr stark vom Silicon Valley propagiert wurde, als Maßnahme, die es verhindern soll, dass Menschen sozusagen vollkommen verelenden und an der politischen Ökonomie irgendwas ändern, sich sozusagen das System nicht ändert. Und da muss man, glaube ich, sehr aufpassen, dass man jenen Vorschlägen, die wirklich versuchen, den Sozialstaat mehr oder weniger durch ein Grundeinkommen zu ersetzen, mit Argumenten wie Effizienzgewinnen, das ist ja ein wesentliches Argument, das für das Grundeinkommen von dieser Seite ins Treffen geführt wird, dass es sozusagen keine bürokratischen Kosten mehr gibt, wenn man es einfach einschaltet und wieder ausschaltet, dass man da auch wie ich vorhin gesagt habe, die den zugrunde liegenden Werte auch aufzeigt. Also die Grundeinkommensidee, die von dieser Seite kommt, hat natürlich die Agenda, mehr oder weniger alles so zu belassen, wie es ist. Ja? Deswegen gibt es ja jetzt irgendwie, wie heißt diese Bewegung, also die Disruption, das ist sozusagen das, was die Firmen machen und das, was die Menschen machen sollen, ist Mindfulness, damit man sich mit der bestehenden Situation abfinden kann und nichts ändern will. Also das ist alles, es kommt alles nicht ungefähr aus dem Silikontal und versucht und hat das eindeutige Ziel am Status quo eben nichts zu ändern. Das ist dann einfach ein Quick Fix für ein System, das extrem menschenfeindlich ist. Und genau dort sehen wir ja jene Situationen, die wir, wenn wir nicht aufpassen, auch in Europa kriegen und zum Teil schon bekommen. Die sehen wir dort. Also, dass sich normale Menschen eben keinen Wohnraum mehr leisten können und so weiter. Also, extreme Polarisierung. Genau, das ist zwar nicht moralisierend, das, was von dieser Seite kommt, aber das ist in anderer Hinsicht problematisch. Ja. Herr Pappe? Ja, das ist natürlich eine fast ein Lagerkampf. Ne? Das bedingungslose Grundeinkommen hat von links wie rechts Befürworter wie Gegner und das bleibt auch eine ganze Weile unentschieden. Mich freut sogar, weil das sozusagen eine gewisse Ideologiefreiheit des Themas attestiert.
Also mir gefällt das Thema Grundeinkommen unter anderem deswegen so gut, weil es eben keine bestimmte Vorstellung von dem perfekten Bürger, der perfekten Bürgerin hat. Man hat auch kein paternalistisches Bild, so musst du dich verhalten, damit das für die Gesellschaft gut ist. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eigentlich wirklich ganz basal am Menschenbild andockend, wie es die Menschenrechtserklärung sagt. Jeder Mensch ist frei und gleich an Recht und Würde geboren. Punkt. So. Und wenn man das einmal umsetzen will, dann ist die Frage, wie kriegt man das sozusagen auf die Straße? Und das bedingungslose Grundeinkommen, jetzt werde ich mal kurz zum Puristen, hat in der internationalen Bewegung eben diese vier Kriterien, die sie gesagt haben, es soll für alle sein, es soll ohne Bedürftigkeitsprüfung, ohne Zwang zur Gegenleistung, also bedingungslos sein, es soll ein Rechtsanspruch sein und ganz wichtig, hoch genug. Und das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt, wo wir bei der Teilhabe sind und auch bei dem, ob das jetzt links oder rechts ist. Ich möchte mal so ein Kombilohn-Beispiel in den Raum stellen. Das war mehr oder weniger die Voraussetzung in Finnland. Wenn Sie ein Land haben, das eine ähnlich hohe Kaufkraft hat wie Österreich, ähnlich hohes Preisniveau und Sie reichen ein Grundeinkommen aus von 560 Euro, dann ist das der feuchte Traum jedes Niedriglohnsektors. Weil die wissen genau, man muss trotzdem durch das Werkstor durchgehen und man braucht diese 560 Euro nicht mehr bezahlen, die kommen ja bereits vom Steuerzahler. Also das ist es nicht. Ja? Ein Grundeinkommen von 5000 Euro halte ich für genauso fehlgegriffen. Man muss also einen Betrag finden, der einerseits die Freiheit bis zum Individuum distributiert, Nein zu Zumutungen sagen zu können, und andererseits muss er so niedrig sein, dass es die Gesellschaft nicht überfordert und es einführbar ist. Ja? Und in diesem Spannungsfeld, das werden gar nicht so viel auseinanderliegende Beträge sein, da müssen wir schauen, ob wir Modelle zusammenbringen, wo der Sozialstaat nicht abgeschafft, sondern ergänzt wird, wo der Arbeitsmarkt nicht in einen ersten, zweiten oder sogar noch dritten zersplittert wird, sondern jeder Mensch die Freiheit hat, entweder sich selbst zu beschäftigen oder bei einem anderen Projekt mitzumachen. Oder das ist die Freiheit. Kurz was dazwischen fragen, wie wollen Sie verhindern, dass die Unternehmen, die eine sehr starke Lobby haben in allen Ländern, oder die Unternehmerseite genau darauf hin lobbyiert, dass es eben genau diese Höhe hat, von der Sie gesagt haben, oder halt dann beständig gesenkt wird oder einen realen Wert verliert, sodass es dann wieder nur mehr so wenig wert ist, dass die Menschen erst recht arbeiten müssen. Das kann man ja nicht kontrollieren. Naja, da halte ich so wie die Schweizer Grundeinkommensbewegung. Die versteht sich viel stärker als souverän, also nicht als der Empfänger von Politik, sondern als der Auftraggeber von Politik. Und wenn wir über das Grundeinkommen in einer Mehrheit sagen, wir haben jetzt eine Vorstellung, wie das ausschauen soll und wir wollen, ich meine, zumindest formal haben wir ja immer noch eine Demokratie und wir wollen das haben, ja, dann werden wir das auch kriegen. Und da vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu diesem Gefahrenpunkt, der mir in Ihrem Podcast gut gefallen hat, des einzelnen Hebels. Natürlich haben wir als Grundeinkommensbewegung auch Angst, dass eine Regierung das einführt, holla da wo, alle anderen Sozialleistungen womöglich einkassiert und die nächste Regierung sagt, ja, und jetzt schaffen wir das Grundeinkommen ab. Also das darf nicht sein. Und da gibt es Gott sei Dank in der österreichischen Verfassung einen Punkt, der das zulässt, nämlich die Volksabstimmung. Wenn wir also über eine Volksabstimmung, mühsam genug, ein Grundeinkommen einführten und es nur über eine Volksabstimmung wieder ausführbar wäre und wir stimmen dem zu, na dann gehört es uns auch. Ich möchte den Applaus nutzen, um festzustellen, dass wir schon sehr viel diskutiert haben, auch wahrscheinlich neue Begriffe gelernt haben, wie der einzelne Hebel, ich glaube so heißt das, der, ja. Und Sie vielleicht fragen, oder euch fragen, möchtet ihr noch unbedingt etwas loswerden, bevor wir in die Publikumsfragen gehen? Also das Publikum, möchtet ihr noch irgendwas anmerken? Ich möchte nur sagen, dass mir nach wie vor nicht klar ist, was ist das Konzept ist, das zur Diskussion steht. Ist es sozusagen eine ausgeweitete bedarfsorientierte Mindestsicherung, jederzeit gesprächsbereit? Oder ist es ein bedingungsloses, universelles Grundeinkommen? Es sind zwar völlig unterschiedliche Dinge und mir ist nicht klar, es ist ein echtes Grundeinkommen nach diesen vier Kriterien, bedingungslos für alle, hoch genug und als Rechtsanspruch,
Aber wir können es trotzdem so denken, dass es nicht zu Inflation führt und zur Ausgrenzung. Aber dieses Konzept ist noch nicht publiziert. Ich greife sozusagen meiner Publikation vor, bin aber gerne gesprächsbereit. Kriegt jetzt jeder 1.000 Euro im Monat, jeder Staatsbürger und jede Staatsbürgerin, oder werden die, die zu wenig haben, sozusagen gibt es eine staatliche Mindestsicherung, die für die, die unter gewisse Grenze fallen, 800 oder 900 oder 1.000 Euro. Ganz wichtiger Punkt. Nachdem das Grundeinkommen eingeführt ist, in dieser existenzsichernden Höhe, ist es ein unverwundbares Einkommen. Das wird durch keine zusätzliche Erwerbsarbeit gekürzt oder beschädigt. Und wenn das kommt, was wir uns in dem Verein Generation Grundeinkommen vorstellen, dann wird der Zuverdienst sogar netto sein, weil wir in unserem Konzept auch vorsehen, sämtliche Steuern und sämtliche Abgaben auf menschliche Erwerbsarbeit gegen andere Steuerquellen einzutauschen. Da muss man aber, glaube ich, dazu sagen, dass einige aufschreien würden und sagen, naja, universell ist es dann nicht, weil sozusagen nicht bei der Geburt beginnt. Doch. Für alle Menschen? Ja, für alle Menschen. Also nicht für alle Erwachsenen? Ja, für Kinder kann man... Und der zweite Punkt, dann können Sie gleich darauf antworten. Also es gibt eine Debatte, die vielleicht im Moment in der Grundeinkommensdebatte eher an den Rändern geführt wird, die aber nicht unwichtig ist. Mhm. Nämlich die Frage, sind das dann wirklich Staatsbürger? Sind das Leute, die aufhältig sind? Oder sind das alle Menschen? Und da gibt es natürlich viele, gerade in der Grundeinkommensbewegung, die jetzt sagen, das müssen alle Menschen sein. Mhm. Und ja, also. Wenn ich noch ganz kurz darf, nur ist es wegen der Redezeitverteilung. Also, es soll wirklich alle erreichen, das heißt nicht an Staatsbürgerschaft oder einem bestimmten Verhalten oder einem bestimmten Alter festgemacht. Wir würden sagen Aufhältigkeit. Also die Wohnbevölkerung, das wäre sozusagen unsere Empfängergruppe, um es vielleicht von Touristen und Saisonarbeitern abzugrenzen. Und auch für Kinder, selbstverständlich, nur diese Funktion des Grundeinkommens, dass es ein einfaches, aber würdevolles Leben garantiert, könnte man argumentieren, das ist noch nicht entschieden, dass das bei Kindern geringer sein kann, weil die ja in aller Regel noch keinen Haushalt führen müssen. Das könnte man auch für Häftlinge, die dann sowieso versorgt werden, oder Soldaten auch machen. Also das sind dann schon Details, aber grundsätzlich, jeder Mensch soll menschenwürdig leben können, ohne dass ein anderer ihn bevormundet, wie er das anzustellen hat. Obwohl es jetzt natürlich naheliegend wäre, frage ich Sie jetzt nicht nach dem Thema Ausländer oder nicht. Ich glaube, das Ausländerthema haben wir eh sonst immer tagtäglich diskutiert, und es ist einfach zu, aber zum Beispiel, was das dann für einen Effekt hätte auf Zuzug und so weiter, aber eigentlich, ja, ich bin slidy, immer drüber diskutieren zu müssen, und ich glaube, es gibt viel interessantere Aspekte, und deshalb möchte ich jetzt auch das Publikum gern mit einbinden. Haben Sie Fragen? Ja, da gibt es einige. Bitte. Vielleicht machen wir mal drei Fragen gesammelt. Ich habe eine Frage an dich, Helmo, und zwar, weil du sagst, es ist für alle, aber gleichzeitig sagst du, also für die, die unter 1.000 Euro verdienen, weil die 1.000 Euro verdienen, haben es ja schon. In meinen Augen haben sie es nicht, denn für mich heißt es für alle, dass jeder den gleichen Betrag ausgezahlt bekommt. Jugendliche weniger. Nein. Wir wissen, wovon wir reden. Darum bezeichnen Sie es ja auch als Mindestsicherung, wo ich mich fast anschließen kann. So, das ist die Frage an dich. Die zweite Frage geht an Frau Professor Breinsack. Sie haben erwähnt das Menschenbild. Aber das Menschenbild wird ja geformt von uns. Das heißt, der Mensch ist an und für sich offen. Und wenn wir ihn dorthin treiben, dass er immer nur nach Gewinn sucht oder kapitalistisches System, Ellbogentechnik, Konkurrenz, dann wird es ihm so sein. Und wenn wir ein anderes Menschenbild schaffen wollen, dann ist es dringend nötig, so ein Grundeinkommen zu schaffen, dass man wieder Solidarität lernt und in der Schule auch schon mitbekommt, was macht den Menschen aus. Welcher Mensch bin ich persönlich? Wo liegen meine Stärken und wo meine Schwächen? Und nicht nur die Schwächen immer wieder aufgezeigt werden. Dann wollte ich zu Frau Püringer sagen, ich habe an jeden eine Anfrage. Frau Püringer sagen,
Sie haben im zweiten Teil so viel schon dazu erzählt, dass ich meine Frage fallen lasse. An Herrn Marterbauer würde ich sagen, natürlich, die Regierung kann alles abschaffen, ob es jetzt das Grundeinkommen ist, die Mindestsicherung, einmal niedrig, einmal höher, ob es soziale Ausgaben kürzt oder nicht, kann sie alles machen. Aber das Grundeinkommen ist gedacht, dass es eine Basis ist, um leben zu können mit einer Teilhabe, da schließe ich mich also sehr an, mit einer Teilhabe nicht nur an der Arbeitswelt, sondern auch an der anderen Welt, dass man mit Arbeitszeitverkürzung, und zwar nicht auf 35, sondern 25 Stunden, Verkürzung ist nur für manche, weil andere haben ja gar keine Arbeit in Erwerbsarbeit, aber sondern neue Vollarbeitszeit von 25 Stunden, das würde dem Kinderwohl sehr gut tun, das würde den Familien sehr gut tun und ich will mich von den Familien nicht verabschieden. Aber jawohl, was ist die Frage dazu ist, wieso glauben Sie, dass ein Grundeinkommen abschaffbar ist und soziale Leistungen nicht? Dankeschön. Also, Dankeschön. Und eines steht auf keinen Fall gegen das andere, sondern die Sozialleistungen werden ergänzt durch das Grundeinkommen. Dankeschön. Nachdem es drei Fragen war, würde ich sagen, wir beantworten sie gleich. Kurz und knackig, Markus, es war wieder der einzelne Hebel angesprochen. Ich glaube, du hast es zwar nicht vorgebracht, aber mich hat der Gedanke auch schon umgetrieben. Also warum nur das Grundeinkommen? Man kann ja sowieso auch einzelne sozialstaatliche Leistungen einfach abschaffen. Ja, ich habe das Argument gar nicht vorgebracht, dass das die Gefahr wäre, aber natürlich, ich meine, wir wählen unterschiedliche Parteien, weil wir unterschiedliche Vorstellungen von Gesellschaft haben wollen und linke Parteien haben die Vorstellung, dass wir mehr sozusagen für den Zusammenhalt, für die Gesellschaft, für die Befreiung der Menschen tun sollen. Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, dass die Finanzierungsfrage schon gestellt werden muss. Ja? Wenn irgendwas was kostet, egal ob es unsere Pensionen sind oder ein Grundeinkommen oder bedarfsorientierte Mindestsicherung, müssen wir die Frage stellen, wer es bezahlen soll. Das ist so simpel. Ja? Und diese Frage soll natürlich gestellt werden. Ich glaube, dass es viele Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Ich glaube, wenn wir über eine Ausweitung der Mindestsicherung diskutieren oder eine Wiedereinführung und vielleicht noch bessere Gestaltung der Mindestsicherung, dann reden wir über Beträge, die ein paar Milliarden höchstens ausmachen, wenn wir über Jobgarantien für einzelne soziale Gruppen reden, die es am Arbeitsmarkt besonders schwer haben, reden wir über ein paar hundert Millionen, ein paar Milliarden vielleicht. Wenn wir über ein bedingungsloses Grundeinkommen, das zusätzlich zu allen vorhandenen Leistungen gezahlt werden soll, reden, dann reden wir von 70 bis 100 Milliarden. Das sind völlig andere Fragestellungen. Ja? Ein paar Milliarden können wir jederzeit diskutieren, wie wir das finanzieren. Das ist überhaupt keine Frage, das ist da. Wenn wir über 100 Milliarden reden, müssen wir über eine andere Gesellschaft reden. Ja, dann wir können, es ist für mich nicht vorstellbar, dass wir das Steuervolumen verdoppeln, damit wir ein Grundeinkommen zusätzlich zum Sozialstaat einführen. Das ist eine andere Welt. Und da habe ich die Sorge, wenn wir über 100 Milliarden reden, dann ist die Frage Sozialstaat oder Grundeinkommen. Ja, die stellt sich dann. Der Sozialstaat kostet uns ungefähr 100 Milliarden. Wir haben 107 Milliarden Euro letztes Jahr für Sozialleistungen ausgegeben. Das war genau. Und genau. Wenn ich vor dieser Frage stehe, Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen oder Sozialstaat, ist meine Antwort eindeutig. Sozialstaat ist das überlegene System, ist überhaupt keine Frage. Daran schließt sich auch die zweite Frage an, denn die hat, die erste eigentlich, die hat auf die Höhe abgezielt. Und dass es an alle auszuschütten sei, sozusagen, ja, mit den zu erwartenden Folgen. Also ich kenne ja meine Fragestellerin und wir sind da sehr in intellektuellem Austausch. Aber es ist tatsächlich diese Herausforderung zu lösen. Einerseits, wie sieht die Welt, sagen wir, utopisch mit einem Grundeinkommen im Jahr 2100 oder so aus, wenn wir es alle wirklich von Geburt an haben, dann ist es natürlich streng additiv. Also jeder kriegt es mit der Geburt und jedes Erwerbseinkommen kommt obendrauf. Das ist ja relativ einfach sich vorzustellen. Was wesentlich komplexer ist, und da bin ich jetzt sozusagen bei Ihnen, Herr Marterbauer, wie kriegen wir das heutige System in diese Utopie migriert? Also wie könnte ein Übergangsszenario aussehen? Und darüber würde ich sehr gerne mit Ihnen einmal in einen Dialog treten, weil wir da, glaube ich, Ideen haben, die durchaus diskussionswürdig sind. Nur ich bin
überzeugt davon, wenn wir das Grundeinkommen zusätzlich ausschütten würden, was genau diese 100 Milliarden, die Sie sagen, wenn man von 1000 Euro pro Erwachsenen ausgeht, kostet, und wir haben dann entsprechend höhere Steuern, haben wir gar nichts gewonnen, außer dass wir einfach nur unsere Preistickets erhöhen. Weil, da gebe ich Ihnen völlig recht, wir werden uns das Grundeinkommen immer selber bezahlen. Wenn das stimmt, dass alle Steuern den Weg in die Preise finden, dann wird auch das Grundeinkommen uns über die Preise erreichen. Ich finde noch einen Satz für dich, Stefan. Man, natürlich können wir jederzeit ein Grundeinkommen einführen. Wir für eine Kopfsteuer 1000 Euro pro Monat muss jeder zahlen und jeder kriegt 1000 Euro Grundeinkommen. Ja, okay, ist erledigt, dann ändert sich nichts. Ich glaube nicht, dass das notwendigerweise in Preise gehen muss. Es ist eine Frage sozusagen, wenn wir über Finanzierung reden, wer zahlt wie viel das der staatlichen Ausgaben? Das ist die Frage, die diskutieren wir täglich. Ich habe folgenden Plan. Ich möchte möglichst viele, also viel Diskussion, ich möchte möglichst viele interessante verschiedene Fragen abdecken. Dazu ist aber Ihre Mithilfe gefordert und deshalb bitte ich Sie kurz zu halten, weil wir wollen ja das, wir möchten, also wir können das alle nicht leiden, die Politiker, die dann ewig lang reden und sozusagen zu Fragen genau, ewig lange Antworten geben. Bitte. Ja, danke. Also ich komme von ATTAC und das wurde schon ein bisschen erwähnt, dass diese vier Kriterien von ATTAC voll unterstützt werden. Und selbstverständlich ist unsere Meinung, dass das bedingungslose Grundeinkommen, das emanzipatorische bedingungslose Grundeinkommen, den Sozialstaat nicht ersetzt, sondern ergänzt. Und bezüglich der Frage der Finanzierbarkeit, es ist selbstverständlich bei politischen Willen finanzierbar. Denn es ist ja so, dass wenn man das einführt, so einfach klappt man das ja nicht rechnen mit 1000 Euro und so weiter, sondern da gibt ja durch das bedingungslose Grundeinkommen eine ganze Menge von Einsparungen, die dann nicht mehr notwendig sind. Also ich brauche keine Familienbeihilfe und solche Sachen, wenn es personenbezogen jedes Kind, jeder Erwachsene und so weiter bekommt. Das heißt, wenn wir dann zusätzlich Ökosteuern einführen, die wir selbstverständlich aus ganz anderen Gründen brauchen, wegen der Umweltproblematik, und außerdem Erbschaftssteuer, Vermögensteuer in entsprechender Höhe hineinnehmen, dann ist es auf jeden Fall finanzierbar. Ist nur eine Frage des Wollens. Frage. Bitte eine Frage. Eine kurze Frage. Ich glaube, da vorne ist auch dann auch noch jemand. Ich habe es gesehen. Also, dass die Arbeitsplätze weniger werden durch Digitalisierung, sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder? An den nächsten? Nein, nicht. Also, ich bin der Meinung, ich glaube es. Achso, noch mehr. Jetzt. Ja. Also ich glaube nochmal, dass es weniger Arbeitsplätze geben wird im Laufe der Zeit, wahrscheinlich in 2 Jahren, aber vielleicht in 10. Und dadurch wird es auch weniger Leute geben, die im Erwerbs Steuern bezahlen. Und wie wollen Sie dann den Sozialstaat, der ja meiner Meinung nach auch jetzt gut funktioniert, aber schon ein bisschen am Krachen ist, dann noch aufrechterhalten? Dankeschön. Jetzt vielleicht eine Frage. Ich glaube, es wäre jetzt im Sinne der Nachhaltigkeit und der Ziele, die im Sinne der UNO jetzt gestellt werden, der Nachhaltigkeitsziele, wäre das überhaupt kein Problem, weil wir müssten jetzt wirklich umdenken, wie wir gewisse Dinge einfach mehr besteuern, also die ähnlich. Und ich frage den Herrn Matterbauer, wie wir jemals diese Ziele erreichen werden, wenn wir nicht jetzt gleich Utopien, wie Frau Bühringer sagt, an Ort und Stelle im Kleinen werden ja schon viele Utopien auch ausprobiert mit Zeitgeld zum Beispiel, nicht? Es gibt ja Ökonomen, die schon drauf und dran sind, solche Sachen auszuprobieren. Warum diese Utopien nicht endlich, gibt schon so lange, warum die nicht endlich angegangen werden? Die Grünen haben eine Steuerreform, die würde uns leicht die Finanzierung einer Es gibt jetzt zwei Fragen an den Markus Matterbauer. Man sieht ja jetzt, dass wenn man sie wählen würde, dass sie in Europa jetzt ganz schön gewonnen haben. Es gibt jetzt zwei Fragen an den Markus Matterbauer. Wer hat eine Frage an jemand anders? Ja, bitte. Ja, mir geht eine Frage um, die ich für mich, weil ich dem Thema natürlich nicht so drin bin, sehr umgeht. Ich glaube, wir haben jetzt bis jetzt vergessen oder übersehen den Effekt des
Marktes, was man Markt nennt. Wenn heute Markt üblich ist, dass für einen bestimmten Job, um jetzt mal eine Erwerbstätigkeit zu nennen, ein Betrag X gezahlt wird, marktüblich, und der Markt weiß, dass man aber als Basisabdeckung schon, sagen wir mal, 1000 Euro bekommt, glaube ich, so schnell kann man gar nicht schauen, wird der zusätzliche Lohn massiv sinken, sodass man wieder im Durchschnitt irgendwie auf ein Überleben ermöglichendes Einkommen kommt. Das war meine erste Frage, die Eingangsfrage an den Dann ist sie an mir vorbeigegangen, beziehungsweise die Antwort vorbeigegangen. Das heißt, die Unternehmen würden sich ja sehr viel sparen und auf der anderen Seite in diesem Triangel-Spiel gibt es jemanden, der furchtbar viel Geld braucht. Also vielleicht könnte man diesen Gap dann auch schließen. Das heißt, das war jetzt die Frage an den Herrn Pape, wie man das lösen könnte. Machen wir die drei? Oder vielleicht einen noch? Ja, das ist nicht unabhängig. Ja, machen wir noch einen. Ich würde da gerne gleich das Kontra geben, wenn die Leute 1000 Euro haben im Monat, dann sind sie nicht so wahnsinnig abhängig davon, dass sie tatsächlich auch jeden Job annehmen müssen, der schlecht bezahlt auf dem Markt ist. Das heißt, es kann genauso gut die andere Wende nehmen, nämlich, dass die Unternehmer mehr zahlen müssten für blöde Jobs. Das nehme ich jetzt dankend an als Beantwortung der Frage. Jetzt können wir noch eine Frage machen. Ich da ganz hinten ist auch da. Ganz hinten. Ja, bitte. Ich habe nur noch kurz einen Kommentar zur Arbeitszeitverkürzung. Wenn die Normalarbeitszeit verkürzt wird, dann ist sie natürlich besser verteilbar auch auf die Arbeitslosen. Der zweite Punkt ist eine Erhöhung der Normalarbeitszeit, vor allem durch verordnete Überstunden, und ich habe das jahrelang genossen, unter Anführungszeichen, dann führt das zu einer massiven Entdemokratisierung. Man hat schlichtweg für nichts mehr Zeit, sich für irgendwas zu engagieren. Danke. Ja. Die eine dritte Frage. Ich möchte das ohne Mikro bis nach vorne. Nein. Dann mit Mikro. Ich möchte da Bezug nehmen auf das Eingangsstatement ganz am Anfang. Ja, wo ist die Arbeiterbewegung geblieben? Stimmt, man hat Marx falsch verstanden. Aber ich habe keine Lösung bis jetzt gehört, denn es geht nicht um die gerechte Verteilung von Arbeit, die sollen die Roboter machen. Es geht um die gerechte Verteilung des Mehrwerts. Und diese Antwort, die habe ich bis heute nicht gehört, und insofern gebe ich dem Herrn Matterbauer schon recht. Solange das nur aus den Steuern der Erwerbstätigkeit finanziert wird und aus völlig sozial ungerechten Umsatzsteuern, also Massensteuern, dann finde ich, sozusagen ist das ein rechtes Konzept, das Grundeinkommen. Das heißt, ich muss mir schon auch die Finanzierungsfrage stellen, um es dann zu einem linken Konzept zu machen. Also Sie stellen an den Herrn Pape die Finanzierungsfrage. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Dann machen wir. Bitte? Finanzierung, eine ganz kurze. Finanzierung, ja. Jetzt, es gibt zwei Finanzierungsfragen. Einerseits, die erste war die Finanzierung des Sozialstaates, an dich, Markus. Und das mit den Utopien, ja, also wie, genau, das war auch eine ganz. Also die erste Frage ist die Frage des zukünftigen Finanzierung des Sozialstaates, ob das gesichert ist. Und die zweite Frage war, wie das mit, also dass endlich Utopien umgesetzt werden sollen. Es gibt sie ja schon. Und dass sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das Grundeinkommen, das Zulassen des Grundeinkommens eine Ökosozialsteuer eine Form dieser Utopie ist. Ich glaube eigentlich, über Utopien haben wir ganz viel gesprochen. Über Grundeinkommen oder Mindestsicherung, über garantierte soziale Dienstleistungen, über Jobgarantien, ob für spezifische Gruppen oder weiter ausgeweitet. Also Utopien sind hier sehr viele versammelt. Die konkrete Frage war ja sozusagen nach der Finanzierung des Sozialstaates etwa durch mehr Ökosteuern. Aber wenn ich mir das grüne wenn ich mir das grüne Konzept anschaue, für das ich große Sympathien habe, der Steuerreform, dann ist es ja im Wesentlichen, wir führen eine CO2-Steuer ein, schrittweise, und mit den Aufkommen, ich kenne es ganz gut und ich versuche jetzt Ihre Frage zu beantworten, und mit den Aufkommen senken wir die Steuerbelastung, also die
Abgabenbelastung des Faktors Arbeit im Wesentlichen Beitragssenkungen zur Sozialversicherung. Ich glaube, über solche Dinge kann man auch denken, aber das war jetzt nicht der Punkt, sozusagen, wir haben auf einmal ganz viel mehr Geld, wir haben auf einmal 100 Milliarden mehr, die wir irgendwem verteilen können. Worüber wir zum Beispiel nachdenken, sind Vermögens- und Erbschaftssteuern, die wir zum Teil zweckgebunden für einen Ausbau sozialer Dienstleistungen, Pflege im Wesentlichen, einsetzen würden. Also das sind konkrete Konzepte. Sehr viel schwieriger ist natürlich die Frage, also alle Fragen, die die Zukunft betreffen, sind schwieriger, weil die per Definitionen. Aber wenn wir versuchen, aus der Vergangenheit zu lernen, aus technologischen Revolutionen der Vergangenheit, hat es ja immer wieder gegeben, wir brauchen es gar nicht aufziehen. Alle technologischen Revolutionen der Vergangenheit haben schlussendlich zu mehr Beschäftigung und nicht weniger geführt. Nicht bei den konkret Betroffenen. Also wenn wir uns an Heinrich Heine erinnern, ans Weberlied, er hat beschrieben, warum die schlesischen Weber verhungert sind, buchstäblich, weil der mechanische Webstuhl eingeführt wurde und die haben keinen Job mehr gehabt. Also die haben den Job verloren und leider hat es damals keinen Sozialstaat und keine aktive Arbeitsmarktpolitik gegeben, die ihnen einen anderen Job ermöglicht hätten. Aber für den Rest der Menschheit hat der mechanische Webstuhl dazu geführt, dass die Tuchpreise auf ein Drittel gesunken sind, und auf einmal die Leute real viel mehr Geld hatten und mehr andere Konsumgüter kaufen konnten und dadurch ist die Beschäftigung in anderen Konsumgüterbereichen enorm gestiegen. Und das war bei allen vergangenen technologischen Revolutionen so, dass schlussendlich mehr Jobs geschaffen wurden. Aber die entscheidende Frage ist immer, wer bekommt sozusagen gesellschaftlich, da schließe ich ein bisschen an die letzte Frage an, diesen Mehrwert, der durch technologische Revolutionen entsteht. Also wenn jetzt sozusagen Digitalisierung dazu führt, dass wir viel produktiver werden, aber diese Produktivitätsgewinne gehen in die Gewinne der Unternehmen, werden dort ausgeschüttet und verschwinden auf den Finanzmärkten und wir sehen es nie wieder, na dann hat es keinen positiven Effekt. Wenn es hingegen sozusagen die Produktivitätsgewinne in höheren Löhnen oder höheren Investitionen der Unternehmen münden, wie es in den letzten 100 Jahren der Fall war, auch in den letzten 40 Jahren, dann hat das enorme jobschaffende Effekte. Also es geht wie immer darum, um die Verteilung dieses Mehrwerts zu kämpfen. Ja. Also wir haben schon Beispiele für eine mögliche zusätzliche Finanzierung gehört, Erbschaftssteuern, vermögensbezogene Steuern. Herr Pape, wie würdest du das Grundeinkommen finanzieren? Bei der Frage. Also wir haben uns im Prinzip von einem Steuerberater mal so einen Überblick geben lassen. Es gibt, wenn man alle Rüschungen weglässt, im Grunde nur drei Steuerquellen. Man hat einkommensbezogene Steuern, vermögensbezogene Steuern und umsatzbezogene Steuern. Die haben oft sehr schwurbelige Namen, wie zum Beispiel Finanztransaktionssteuer ist ein anderes Wort für Umsatzsteuer, vielleicht um zu verschleiern, dass Banken immer schon vollumfänglich umsatzsteuerfrei waren. Aber auch Datensteuer, Wertschöpfungsabgabe, Maschinensteuer, all das sind Formen von Umsatzsteuer, auch Ökosteuern in jeder Form, ne, werden quasi beim Rechnungslegen eingelöst. Und wir haben auch erkannt, auch erst durch diesen Steuerberater, dass jede Steuer, genauso wie alle anderen Kosten, in den Bruttopreis, also sprich dem Endverbraucher, verkalkuliert werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Einkommensteuer erhöht, ja, die ja nicht als sozial ungerecht gilt, ja, dann wird die genauso in die Preise verkalkuliert, wie wenn ich eine Umsatzsteuer erhöhe. Es ist nur nicht so sichtbar. Und wir haben uns lange mit diesem Problem beschäftigt, wie kann man eine Umsatzsteuer, also die böse Massensteuer, die ja, und das ist ein valides Argument, den Kleinverdiener stärker trifft als den Großverdiener, sozial verträglich machen. Und da gibt es eine bestechend einfache Antwort und die ist: der Freibetrag. Und diesen Freibetrag, der allen Menschen sozusagen die Konsumsteuer oder die Umsatzsteuer für ihre Grundbedürfnisse refundiert, na, den könnte man dann auch Grundeinkommen nennen. Da wäre ich schmerzfrei. Aber so wird das dann sozial gerecht. Und noch auf die Frage aus der zweiten Reihe zu replizieren, ob das Grundeinkommen den Markt eher behindert oder den Markt befördert. Also es könnte sein, dass durch das Grundeinkommen die Löhne steigen. Das wäre aus meiner Sicht bei unattraktiven Tätigkeiten, die schwer automatisierbar sind, ein erwartbarer Effekt. Und der umgekehrte Fall, und jetzt möchte ich ganz genau verstanden werden, wenn das Grundeinkommen hoch genug ist, zu einer Zumutung Nein sagen zu können, dann würde ich bei attraktivsten Arbeiten die geringsten Löhne erwarten.
Danke, das war eine interessante Wendung jetzt mit dem Beispiel der Umsatzsteuer. Technisch ist es vielleicht ein bisschen eine Herausforderung, dass man den Absatz, dass man den Freibetrag umsetzt, aber nicht unspannender Ansatz. Aber möchtest du was sagen? Wenn du das Mikro? Ich habe das nur genommen. Ja. Ich würde gerne mal sagen, ich schließe mich in der Steuerfrage sehr dem Markus an. Also das Thema Vermögenssteuer, das Thema Erbschaftssteuer und quasi die Entlastung des Faktors Arbeit. Ich denke, das sind schon total ungenutzte Potenziale, die wir unbedingt heben sollten. Und was Sie gesagt haben, daran glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass uns die Arbeit ausgehen wird. Das wurde ja tatsächlich immer wieder gesagt. Also diese Fantasie, dass viel Arbeit wegfällt. Und ja, es wird viel automatisierte Arbeit wegfallen, aber es wird viel neue Arbeit entstehen, gerade im Pflegebereich und so weiter. Also ich glaube, wir werden neue Arbeit sehen. Aber insgesamt, ich finde, das ist tatsächlich, und das haben jetzt auch die zwei Wortmeldungen zum Thema, was macht das mit den Löhnen, was macht das mit dem Arbeitsmarkt? Und da waren quasi zwei Wortmeldungen, die einander auch widersprochen haben. Entweder es passiert das eine oder das andere. Und ich finde, das bringt sehr gut auf den Punkt. Diese Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, die finde ich tatsächlich völlig unklar. Also ich finde, das kann man nicht sagen. Werden die Löhne steigen, werden die Löhne sinken? Und was man tatsächlich nicht sagen kann, nochmal zum Thema Verteilung zurück. Und ich finde das schon ein zentrales Thema und ich wünsche mir quasi auch bei den Grundeinkommensdebatten ernsthafte Verteilungsdebatten, die da mitgeführt werden, weil sonst laufen wir wirklich ein Stück weit Gefahr, dass das Grundeinkommen so scheinbar diesen gordischen Knoten, vor dem wir stehen. Und es sind halt sehr viele Fragen, die sich stellen in Zukunft, dass ob das Grundeinkommen diesen gordischen Knoten lösen könnten. Und insofern, wieder zurück zu den Utopien, ich versuche halt ganz viele Fragen gleichzeitig zu beantworten. Ich würde sehr gerne die Utopien, die schon da sind, oder Utopien klingt da gleich wieder so weit weg. Es gibt total viele soziale Innovationen, die eigentlich schon auf den Weg gebracht wurden. Und wir haben nicht über die Aktion 20.000 geredet und ich würde es jetzt gerne noch machen, weil ich das so ein wahnsinnig schönes Beispiel finde für eine Aktion, die eingeführt wurde und die tatsächlich großes utopisches Potenzial hat. Und warum, das möchte ich gerne noch ausführen. Sie wurde ja dann eigentlich eingestellt, sie läuft doch jetzt aus. Also es sind in Summe 4.000 Menschen, die über die Aktion 20.000 einen Platz bekommen haben. Es waren Menschen über 50 Jahre, die langzeitarbeitslos sind. Und es gibt einen Punkt, der in der Debatte eigentlich untergegangen ist. Und es trifft ein bisschen aber auch die Frage, die das Grundeinkommen stellt, nämlich die Frage ist ja immer, was ist die Arbeit, die wir tun wollen, was ist sinnvolle Arbeit? Und deshalb finde ich diese Diskussion auch so spannend und interessant. Und die Aktion 20.000 hat aber eigentlich indirekt genau das gemacht. Sie hat die Frage ein bisschen anders gestellt. Sie hat nämlich versucht herauszufinden, was die Regionen, was in allen Bundesländern, welche Dienstleistungen wir eigentlich in den Regionen brauchen. Und das ist zum Teil, glaube ich, nicht so in die Öffentlichkeit gedrungen, was da für Prozesse gelaufen sind. Aber der Prozess war, dass sich Leute vom Arbeitsmarktservice, die Bürgermeister, die Bürgerinnen, alle zusammengesetzt haben und in total spannenden Prozessen überlegt haben, welche Dienstleistungen soll es eigentlich in unserer Region geben? Was fehlt uns eigentlich? Ist es die Nachmittagsbetreuung in einer Schule? Ist es sozusagen eine spezielle Art der Kinderbetreuung, die wir so noch nicht haben? Ist es irgendein Mobilitätsdienst in einer Region, wo es nur eingeschränkte Mobilität gibt? Und das sind doch die spannenden Zukunftsfragen, die so viel weitergehen und so viel weiterführen und die so viele Fragen gleichzeitig stellen. Also die Frage nach nicht nur, wie wollen wir als Individuen leben, sondern wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben und was brauchen wir dazu auch in den Regionen? Das ist die spannende Frage, die Aktion 20.000 gestellt hat, mit wunderbaren Ergebnissen, das muss ich sagen, die eingestellt wurden. Also zum Thema Mobilität, mein Lieblingsbeispiel, Bismobil, ein Mobilitätsservice in Salzburg, in einer Region, wo gerade ältere Menschen, Stichwort soziale Teilhabe, total ausgegrenzt waren, weil sie einfach weil sie sich nicht mehr wegbewegen konnten von dort, wo sie sind. Mit diesem Mobilitätsdienst, betrieben von Menschen, die über die Aktion 20.000 angestellt waren, konnten die wieder teilhaben am Leben, konnten Wege sozusagen erledigen, konnten sich mit Menschen treffen, konnten selber einfach wieder teilhaben am Leben. Und das finde ich so spannend und diese Aktion hat man eingestellt. Und ich finde, wir müssen gar nicht so weit gehen. Wir können die Dinge nehmen, die in Wirklichkeit schon am Tisch liegen und ernsthaft umsetzen und viele Zukunftsfragen damit versuchen zu beantworten.
Ja, danke dir vielmals, dass du das aufgebracht hast. Ich hätte das wirklich vergessen, obwohl es sehr wichtig ist, die Aktion 20.000, dass du das so eindrucksvoll geschildert hast. Barbara? Nein, oder? Ja, also ja. Ich wollte schon noch was sagen. Ja, bitte. Ich bin auch bei Markus. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir jetzt das Thema Digitalisierung schon angeschnitten haben und auch diesen sehr wichtigen Punkt, den wir eingangs nur kurz besprochen haben, der Produktivitätsgewinne, die ungleich verteilt werden. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Es ist auch wichtig zu sagen, dass viele Menschen argumentieren, und ich glaube, bei den Koalitionen muss man immer vorsichtig sein, aber es gibt gute Gründe zu argumentieren, dass uns die Arbeit nicht ausgehen wird. Man spricht auch mittlerweile in der Automatisierungsdebatte nicht mehr über eine Automatisierung von Jobs, sondern über eine Automatisierung von einzelnen Aktivitäten. Aber der wichtige Punkt, den du erwähnt hast, Markus, ist, dass auch wenn wir mittelfristig mehr zu tun haben werden, wird es Menschengruppen geben, die zwischendurch davon betroffen sind, dass sie sozusagen keine Arbeit haben, die am Arbeitsmarkt genug Wert hat, um bezahlt zu werden. Und da kommt, also da scheint uns diese Utopie oder diese Vision eines bedingungslosen Grundeinkommens einen Aspekt zu geben, nämlich den, oder einen Aspekt in den Vordergrund zu rücken, nämlich den Aspekt der Stigmatisierung. Wir haben schon das Problem, dass wir wahrscheinlich mit einer größeren Anzahl von Menschen zu tun haben werden, die aufgrund ihrer Unfähigkeit unter Anführungszeichen bezahlte Arbeit zu finden stigmatisiert werden. Und da ist dieser emanzipatorische Gedanke des Grundeinkommens wichtig. Wie man das auch umsetzt, steht auf einem anderen Blatt, aber das ist ein Aspekt, den wir in der neuen Arbeitswelt sozusagen berücksichtigen müssen. Und da ist, glaube ich, auch die Frage des Menschenbildes, die angesprochen wurde, von Ihnen, die kommt da wieder rein. Natürlich, das Menschenbild prägen wir alle. Und das Menschenbild wird vermittelt, also ob man jetzt kooperieren soll oder ob man konkurrieren soll. Das wird natürlich geprägt in der Erziehung, in der Ausbildung. Da gibt es auch wieder in der Debatte der Zukunft der Arbeit eine sehr interessante Frage, nämlich wenn jetzt der alte Vertrag, dass der Staat die Menschen ausbildet für den Arbeitsmarkt und die Firmen aber keine Menschen mehr einstellen, sondern Automaten, wofür sollen der Staat noch ausbilden? Ja, und es gibt Argumente, die sozusagen sprechen, wir müssen nicht upskillen, sondern wir müssen downskillen, wir müssen die Leute dazu ausbilden, dass sie gute Bürgerinnen werden, dass sie Pflege und die Arbeit an sich hoch bewerten. Das ist alles sehr wichtig. Was ich mit dem Menschenbild gemeint habe, ist aber, dass bestimmte Vorschläge und Argumente, die das Grundeinkommen jetzt als solches, als ein bedingungsloses Grundeinkommen als solches ablehnen oder es gut finden, dass die auf einem unterschiedlichen Bild davon, wie Menschen sind, als Spezies beruhen. Und das ist schon etwas, was man ernst nehmen muss, dass es auf der einen Seite Leute gibt, die davon ausgehen, dass Menschen sozusagen natürlich faul sind und nur so zum Arbeiten gebracht werden, wenn man sie sozusagen mit Zuckerbrot und Peitsche zwingt. Und auf der anderen Seite gibt es die Vorstellung, dass Menschen natürlicherweise so sind, dass wenn sie an Leib und Seele gesund sind, arbeiten wollen. Also das war mit dem Menschenbild gemeint. Und das ist wichtig, glaube ich, klarzulegen, egal welche Lösung wir propagieren, auf welcher Seite wir hier stehen und welches Menschenbild wir sind. Und ich bin da ganz eindeutig auf der Seite derer, die sagen, dass Menschen sinnvoller Arbeit nachgehen wollen. Und auch das, was wir hier gemacht haben und was wir gehört haben, dass wir auch einfach den Arbeitsbegriff ausweiten und Arbeit sichtbar machen, die getan und nicht entlohnt wird, das ist für Frauen besonders wichtig, aber das ist auch für andere Menschen wichtig. Da müssen wir, also da braucht es eine Institutionenreform. Deswegen habe ich eingangs gesagt, wir können nicht einfach das Grundeinkommen auf irgendetwas draufsetzen, was so bleibt, wie es ist, sondern wir müssen wirklich unsere politische Ökonomie und unsere Institutionen reformieren und da dürfen wir sozusagen auch vor Dingen und Institutionen, die uns lieb, die wir lieb gewonnen haben, nicht zurückschrecken. So, vielen Dank. Du bekommst das Wort sofort. Ich möchte nur sagen, wir sind von der Zeit schon relativ weit fortgeschritten. Im Rundfunk würde man sagen, wir sind jetzt in der Primetime. Aber wenn Sie jetzt noch ein bisschen mitgehen möchten, dann machen wir vielleicht noch ein paar Statements und können vielleicht noch drei kurze Fragen
mitnehmen und gehen jetzt damit in das Finish. Also zuerst die drei kurzen Fragen. Ihr darf reingehen. Bitte. Also, ja, der Herr hat schon länger aufgezeigt, da drüben. Und ja. Ich erlaube mir auch eine Frage zu stellen. Zum Thema Beschäftigungsgarantie, weil wir auch die Frage hatten, Grundeinkommen und das wird dann irgendwie an die Gehälter und so weiter angepasst. Was sichert uns, dass eine Beschäftigungsgarantie kein Lohndumping betreibt? Weil wenn alle die Sicherheit haben, einen Job zu haben. Und wie kann man sozusagen auch über die Steuerfrage lösen, dass die Lohngerechtigkeit hier eine größere ist? Das war meine Frage. Danke. Bitte sich ein Vorbild nehmen bei der Länge der Fragen. Der Herr hier. Ganz kurz eine Anmerkung zu Frau Büringer. Aktion 20.000 finde ich eine tolle Idee. Ja? Nur das BGE schließt diese Prozesse nicht aus. Ja. Also was Sie gesagt haben, ist genau diese zwischenmenschlichen Beziehungen und was in der Gemeinde passiert. Ja? Ja. Dass sie AMS mit Bürgern und Verwaltungspolitikern zusammensetzt. Ja? Aber das BGE schließt das nicht aus. Möchte ich nur anmerken. Ja. Im Gegenteil, es würden sich hier wahrscheinlich sogar noch mehr Kreativität heben lassen. Ja. Frage war an Herrn Waterbauer, das ist nicht nur ein Statement, seine Frage habe ich auch. Beschäftige mich auch schon länger mit dem Grundeinkommen und irgendwann stoßt man auf Institutionen und Parteien, was haben die für einen dazu? Dann kommt man auf die Gewerkschaft. Und ich meine, doch, das ist von dieser Idee her also der natürliche Partner. Was das BGE anbelangt. Das ist ja für die Gewerkschaft wie ein Elfmeter, wo kein Tor mehr drin steht. Die brauchen nur hingehen und einer rollt den Ball rein. Kann es sein, dass die Gewerkschaften als einer der ersten oder wenigen erkannt haben, dass es nicht nur um Geldumverteilung geht, sondern auch um Machtumverteilung? Nämlich, dass viel mehr Macht zum einzelnen Individuum geht und die da irgendwelche Bedenken haben, dass sie Macht einbüßen müssen. Ja. Danke schön. Und die dritte Frage. Mein Name ist Michael, ich bin ein bisschen nervös und wahrscheinlich nicht so rhetorisch bewandert wie die Redner da vorne. Macht nichts. Grundsätzlich würde ich sagen, Erbschaftssteuer, Ökosteuer geht ohne Grundeinkommen. Meine hauptsächliche Frage ist aber eigentlich, was denken Sie, wo das zusätzliche Geld, das man dann hat, abgesehen von denjenigen, die es brauchen, was meiner Meinung nach mit Mindestsicherung und ausgebauter Mindestsicherung irgendwie gesichert ist. Was glauben Sie, was diejenigen, die ausreichend verdienen oder mehr als genug verdienen, was die mit ihrem Geld machen? Und ob Sie auch berücksichtigen, dass der, ich habe seinen Namen gerade vergessen, da geht es um die imperiale Lebensweise, dass diejenigen Menschen, die Ulrich Brandt, ja, natürlich, ich habe meinen Kurs gehabt, danke. Dass diejenigen, die mehr verdienen, automatisch einen höheren ökologischen Fußabdruck haben. Ja. Und gerade wenn wir an die Zukunft denken, frage ich mich halt, wenn wir noch mehr konsumieren, ob das dann eben so förderlich ist. Dankeschön. Danke. Also drei äußerst spannende Fragen, die Anna, an wen würdest du deine Frage stellen? Ja, also es geht darum, führt eine Beschäftigungsgarantie nicht auch zu Lohndumping oder könnte theoretisch zu Lohndumping führen? Ich glaube, es kommt halt sehr auf die Ausgestaltung an. Ich glaube nicht automatisch, es kommt ja total darauf an, wie man da die Rahmenbedingungen gestaltet. Ich meine, die Beschäftigungsgarantie ist ja jetzt, glaube ich, einmal eine Idee, die Jobgarantie, die ja irgendwie auch, glaube ich, stark inspiriert ist von der Bewegung, die es in Amerika gibt. Wie jetzt genau die Ausgestaltung ist in der Idee, die vielleicht kommen wird, weiß ich nicht. Bei der Aktion 20.000 war es einfach so, dass man natürlich die Gehälter für die Aktion 20.000 Jobs einfach an den Kollektivvertrag gekoppelt hat und damit quasi war die Frage des Lohndumpings überhaupt nicht da. Aber vielleicht noch eine interessante Erfahrung rund um die Aktion 20.000, weil die Ausgestaltung auch so war, dass man gesagt hat, man will auf keinen Fall Teilzeitjobs schaffen.
Es sollen alles quasi Vollzeitjobs sein, die im Rahmen der Aktion 20.000 entstanden sind. Und da hat man aber dann sehr wohl gesehen, dass ganz viele Leute arbeiten wollten, aber ganz viele die Vollzeit nicht geschafft haben. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir in den sozialen Unternehmen machen, dass viele Menschen, gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen, nicht Vollzeit arbeiten können. Zum Teil auch aufgrund ihrer Erkrankungen sagen, ich kann eine Woche Vollzeit arbeiten, die nächste Woche kann ich gar nicht arbeiten. Oder Personen, die sagen, ich kann am Anfang 10 Stunden arbeiten und dann kann ich mich langsam herantasten. Das heißt, es braucht, glaube ich, schon noch hier ein Umdenken, wahrscheinlich auch bei Modellen wie der Jobgarantie und Aktion 20.000, dass man hier flexiblere Beschäftigungsmöglichkeiten schafft. Und dann ist aber wiederum die Frage, wie sichere ich das so ab, dass es trotzdem existenzsicher ist. Und da, glaube ich, können sich die Ideen wiederum sehr gut ergänzen, weil Existenzsicherung natürlich total entscheidend ist. Aber wie gesagt, bei der Aktion 20.000 haben wir gesehen, für viele geht es sich auch nicht aus, weil sie nicht Vollzeit arbeiten können. Also der Kollektivvertrag ist ein gutes Instrument, ja. um das zu um das abzusichern, Markus. Und dann auch noch die zweite Frage, eine fast schon philosophische Frage oder zumindest machtpolitische. Also wie sieht es aus, ist die Gewerkschaft oder ich sage jetzt einmal auch die Arbeiterkammer, Arbeitnehmervertreterinnen, auch deshalb gegen das Grundeinkommen, weil es die Macht zu den Individuen geben würde? Die Gewerkschaftsbewegung, wo die Arbeiterkammer ein wesentlicher Teil ist, hat erkannt, dass man durch Solidarität die Freiheit des Individuums erhöht. Also das sind Vereinigungen, Institutionen, die Probleme gemeinsam lösen wollen, um das Individuum zu befreien. Also ich wüsste gar nicht, worin das Problem bestehen soll. Wir diskutieren über konkrete Fragestellungen, was hilft den einzelnen Menschen mehr, der Ausbau der Pflegeleistungen, die Aktion 20.000 oder der Ausbau der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Überall braucht man starke Gewerkschaften, damit die das umsetzen können. Ich kann überhaupt keinen Widerspruch erkennen. Ich möchte bei der Frage Beschäftigungsgarantie dort fortsetzen, wo die Judith begonnen hat. Überhaupt finde ich ganz wichtig, sozusagen am Konkreten, an dem, was wir jetzt diskutieren, überlegen, wie wir das ausweiten können. Also was wir hatten zumindest, ist die Aktion 20.000, die in dem Sinn vorbildhaft war, wie es das du gesagt hast, Kollektivvertrag, also mindestens 1.800 Euro, weil wir im kommunalen Bereich so hohe Kollektivverträge haben, aber normalerweise deutlich mehr, also und zwar 14 Mal im Jahr und nicht 10, 12 mal 1.000 Euro für irgendwelche sozusagen nicht an arbeitsgebundene Leistungen, sondern konkrete Löhne, von denen man leben kann. Und wir würden gern weiter überlegen, wie man etwa von der Aktion 20.000 solche Jobgarantien jetzt ausweiten kann. Die Aktion 20.000 richtete sich ja an ältere Langzeitarbeitslose, aber nur an potenziell 20.000 von ihnen. Wir haben viel mehr. Also zunächst wird es darum gehen, sozusagen alle über 55-jährigen Langzeitarbeitslosen anzusprechen und denen eine Jobgarantie zu geben, aber unter der Voraussetzung, dass wir auf kommunaler Ebene Tätigkeiten finden, die dringend gemacht werden müssen. Der zweite Punkt wäre dann, sich an die Jugendlichen zu wenden und zu schauen, wo wir bei den 15- bis 24-Jährigen noch immer Situationen haben, wo Jugendliche entweder nicht in Job sind oder nicht in Ausbildung sind. Und für die nicht erfasst sind, sozusagen konkrete Angebote zu schaffen, entweder sozusagen die Ausbildungsgarantie auszuweiten oder auch für sie im kommunalen oder gemeinnützigen Bereich Beschäftigung zu schaffen. Das heißt, ich würde sozusagen schrittweise von der Aktion 20.000 ausgehen auf konkrete soziale Gruppen, wo es notwendig ist, die es am Arbeitsmarkt schwerer haben, solche Jobgarantien. Ich würde nicht mich hinstellen und sagen, wir machen eine Jobgarantie für ganz Österreich. Dann diskutieren wir auch so, wie wir über das bedingungslose Grundeinkommen 1.000 Euro pro Monat für alle diskutieren. Das ist eine abgehobene Diskussion, die nie in die politische Realität und Praxis kommt, sondern wir müssen von dem ausgehen, was wir haben. Deshalb wäre dafür, beim Grundeinkommen von der bedarfsorientierten Mindestsicherung auszugehen und zu überlegen, wie man die Wiedereinführung verbessern kann. Und bei der Jobgarantie würde ich eben von der Aktion 20.000 ausgehen und überlegen, wie wir weitere Gruppen sozusagen stärken können am Arbeitsmarkt, indem wir ihnen solche Garantien mit kollektivvertraglichen Löhnen, von denen man leben kann, anbieten können. Dankeschön. Und die dritte und letzte Frage, für die ich sehr, sehr dankbar bin, wo ist der dahin, war an den Herrn Pape vor allem gerichtet, nehme ich an.
ist mir runtergebrochen, ist es gescheit, den Leuten einfach Geld zu geben. Und grundsätzlich kommt die Frage ja aus der Entwicklungsökonomie, ja, wo man gesagt hat, ist es gescheit, den Armutsgürteln in Afrika zum Beispiel Geld zu geben, die machen ja nichts Gescheites damit. Aber der Kollege hat das auch angewendet, sinnvollerweise angewendet auf Reiche, die haben ja einen sehr hohen ökologischen Fußabdruck. Also macht es überhaupt Sinn, den Leuten einfach Geld zu geben? Ja, natürlich macht es Sinn, den Leuten Geld zu geben. Wenn man das mit dem Menschenrecht sozusagen ernst nimmt, dann ist natürlich auch ein Reicher ein Mensch, selbstverständlich. Und was machen jetzt Reiche mit diesem zusätzlichen, an sie ausgereichten Geld? Jetzt wäre die erste Frage, naja, werden die netto überhaupt etwas davon haben? Es ist ja wichtig, dass wir das Grundeinkommen auch steuerfinanzieren. Und wir haben bei uns im Verein eben uns zwei Steuersäulen als unsere Hauptzielpunkte ausgesucht. Das ist einerseits die Umsatzsteuer, weil sie natürlich immer den Endkonsumenten trifft, nennen wir sie auch gleich transparent Konsumsteuer. Und ja, Umverteilung, natürlich ist Umverteilung ein Riesenthema. Was machen wir, wenn jemand das Geld nicht ausgibt? Na, dann mehrt es sein Vermögen. Also wir brauchen, wenn diese Funktion der Einkommensteuer wirklich von uns komplett gecancelt wird, dann brauchen wir Vermögensteuern. Und mit diesen beiden Säulen, da wischen wir jeden. Beim Konsum mit einer Konsumsteuer und beim Nicht-Konsumieren mit einer Vermögensteuer. Das heißt, man muss Umverteilung, also wir müssen von substanziellen Vermögensteuern reden, also nicht von symbolischen. Und jetzt kommt der Punkt, auf den Sie vielleicht abgezielt haben mit den ökologischen Steuern. Also wenn Sie sich vorstellen, jeder Verbrauch von irgendwelchen Ressourcen, ja, der wird ein Umsatz. Und wenn man den Umsatz als Hauptsteuerquelle heranzieht, dann wird automatisch durch so ein Steuersystem quasi umweltschonendes Verhalten belohnt, weil dann sind sie automatisch ein Steuersparer. Und wenn sie viel Natur für sich in Anspruch nehmen, dann müssen sie auch viel Steuern zahlen und sprich das Einkommen der Gemeinschaft erhöhen. Und gleichzeitig würde das natürlich ermöglichen, dass wir in einem unglaublichen Umfang Steuer von menschlicher Arbeit runternehmen können. Also wir gehen sogar so weit radikal in das Konzept, dass wir sagen, wir wollen die Steuer auf menschliche Arbeit und auch die Sozialabgaben auf Null senken. Damit wäre erstmals in der Geschichte die Steuer von einer menschlichen Arbeit und die Steuer von einer Roboterarbeit gleich, nämlich Null. Und es wird noch besser, der Roboter würde kein Grundeinkommen kriegen. Also wir haben einen riesen Shift von die menschliche Arbeit jetzt benachteiligen durch Steuern und dass man eben davon leben muss und die Maschinenarbeit sozusagen extrem attraktiv machen, in genau den umgekehrten Effekt. Und das macht man nicht mit Einkommensteuern. Vergessen Sie Steuern auf Einkommen. Ich sage es Ihnen noch aus einem anderen Grund. Wenn Sie sich vor der Digitalisierung durch ein ausreichend hohes Grundeinkommen schützen wollen, und dieses hauptsächlich mit einer Steuer finanzieren, die auf genau menschliche Erwerbsarbeit abzielt, das macht doch keinen Sinn. Dankeschön. Du hast die Fragebeantwortung jetzt auch gleich mit der Abschlussrunde eingeleitet. Die möchte ich jetzt fortsetzen mit dir, Barbara. Anknüpfend an die Frage nach dem Fußabdruck. Dem ökologischen Fußabdruck der Reichen. Ich glaube, es ist wichtig, und wir können das heute nicht mehr diskutieren, aber es ist vielleicht gut zu erwähnen für jene unter uns, die das nicht kennen und die da gern weiterlesen möchten. Bitte? Alles auch mit Geschichte. Ja. Das habe ich so verstanden. Aber es gibt im Vereinigten Königreich, wo ich ja den größten Teil der letzten 10 Jahre verbracht habe, die Debatte, die am University College London begonnen hat, die genau aus dem Grund auch sagt, wir sollten eigentlich nicht über ein Grundeinkommen diskutieren, sondern wir sollten über etwas diskutieren, das sie UBS nennen. Universelle Basisdienstleistungen. Das geht so in Richtung soziale Dienstleistungen, aber die Idee dahinter steckt auch, dass wir eigentlich, wir wollen nicht Konsum stimulieren. Und die Idee hinter den universellen Basisdienstleistungen ist, dass 7 Grundbedürfnisse der Menschen, also Gesundheit, Bildung, Wohnen, Nahrung, Mobilität, Transport und demokratische Teilhabe, dass das sozusagen free at the point of use zur Verfügung gestellt wird, also gratis an dem Punkt, an dem man es in Anspruch nimmt. Und
natürlich könnte man jetzt auch hier sagen, dass es nicht generell mit einer bedarfsorientierten Mindestsicherung unvereinbar, wenn man das in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen denkt, wäre auch mit anderen Formen eines bedingungslosen Grundeinkommens nicht unvereinbar, ja. Aber es weitet die Debatte aus. Es weitet die Debatte in eine Richtung aus, wo wir eben nicht darüber nachdenken, wie man jetzt Menschen Geld gibt, mit dem sie etwas kaufen müssen, sondern wie man bestimmte Bedürfnisse schon abdeckt, damit man auch Konsum sozusagen, wenn nicht reduziert, dann zumindest nicht stimuliert. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt in dieser Debatte, den wir hierzulande zu wenig berücksichtigen, zu wenig systematisch berücksichtigen. Und damit bin ich auch schon wieder eingegangen. Dankeschön. Ja. Ja, ich glaube, mein Abschlussstatement wird sich auch ein bisschen darauf beziehen, weil ich bin keine Steuerexpertin, aber so ganz habe ich es auch nicht verstanden, weil ich nicht ganz verstehen kann, warum das bedingungslose Grundeinkommen sich dann so stark über diese Konsumsteuern finanzieren soll. Das wäre für mich auch so ein Stück weit ein Widerspruch, aber vielleicht habe ich es auch noch nicht im Detail verstanden. Der Punkt, den ich machen möchte, den habe ich schon zu Beginn gesagt, ist, dass ich glaube, dass es weder das Recht auf Arbeit noch das Recht auf Geld greifen weit genug. Ich glaube, es geht um ein umfassendes Recht auf Teilhabe. Und Teilhabe ist so vielgestaltig. Und insofern erinnere ich mich jetzt auch noch an das Schiller-Zitat, das du gebracht hast. Ja. Weil in diesem Schiller-Zitat musste ich an Maslow denken, an die Maslow'sche Bedürfnispyramide, die wir alle im Kopf haben. Zuerst muss das Grundbedürfnis nach Essen, nach Nahrung befriedigt werden und dann nach Wohnen und dann nach Sicherheit, sozialer Sicherheit. Und ganz oben steht dann die Selbstverwirklichung. Und ich würde dieses Bild gerne umdrehen und völlig in Frage stellen, nämlich vor dem Erfahrungshintergrund von Menschen, mit denen ich spreche, und der Capabilities Approach, den du ja auch irgendwie angesprochen hast, nämlich die Verwirklichungschance, sagt was ganz was anderes, nämlich dass diese Bedürfnisse immer nebeneinander stehen und dass es quasi nicht zuerst das Recht auf Wohnen und auf Nahrung abgesichert sein muss, bevor ich mich verwirklichen will, sondern ich will das immer alles gleichzeitig. Und das bedeutet oder das meint auch dieses Recht auf Teilhabe, dieses Recht auf umfassende Teilhabe, dass ich über das bedingungslose Grundeinkommen alleine einfach nicht befriedigt sehen würde. Und dennoch freue ich mich, und das möchte ich auch anerkennen, quasi, dass diese Debatten rund ums bedingungslose Grundeinkommen von euch, aber eben auch von vielen anderen Initiativen, dazu führt, dass wir uns über all diese Themen Gedanken machen. Und dafür bin ich tatsächlich sehr dankbar, weil ich glaube, dass wir in so großen Transformationszeiten leben, vieles gar nicht erfassen. Ich glaube, die Digitalisierung ist nicht irgendwann, wir sind mittendrin. Und ich glaube, genau deshalb finde ich es gut, dass diese Debatte darüber auch so stark stimuliert wird, indem er da auch mal eine große These in den Raum stellt. Sonst bin ich sozusagen eher auch bei dir, dass ich mir denke, nehmen wir das, was schon da ist, nehmen wir die Dinge, die jetzt schon erprobt werden, und kämpfen wir auch um die, dass sie tatsächlich umgesetzt werden und nicht vorzeitig abgedreht werden, um uns Schritt für Schritt sozusagen dann auch in eine Zukunft zu bewegen, wo ich glaube, und das ist auch das große Glück, dass über die Digitalisierung viel an automatisierter Arbeit von Maschinen abgenommen wird und wir eine ganz andere Art der Arbeit ins Zentrum stellen können und auch sozusagen diese Sinnfrage neu stellen können, aber die Teilhabefrage immer auch neu stellen müssen, weil die wird sich nicht von alleine stellen. Dankeschön. Markus. Ja, im Rahmen der Utopie, eine umfassende soziale Teilhabe für alle zu ermöglichen, arbeiten wir in der Arbeiterkammer primär dran, die sozialen Dienstleistungen auszuweiten, und das entspricht diesem Konzept universeller sozialer oder Basisdienstleistungen, und das bedeutet insbesondere den Sozialstaat in Richtung Pflege, besseres Bildungssystem, aber auch ökologisch verträgliche Mobilität, also öffentlicher Verkehr, weiterzuentwickeln, also ein starker Ausbau nicht nur von Dienstleistungen, sondern auch von öffentlicher Infrastruktur, die Dienstleistungen dann, die Erbringung von Dienstleistungen ermöglicht. Und der zweite Punkt ist, den Arbeitsmarkt so weiterzuentwickeln, dass Menschen, die es heute am Arbeitsmarkt nicht so leicht haben, aus den unterschiedlichsten Gründen, dass für die konkrete Angebote bestehen, die aber von Gewerkschaften über Kollektivverträge auch entsprechend abgesichert bereitgestellt werden, also insbesondere Ausweitung von öffentlichen Beschäftigungsprogrammen für konkrete soziale Zielgruppen wie die Älteren oder die Jüngeren oder auch andere Menschen, die wir im Haupterwerbsalter konkrete Schwierigkeiten haben. Ich glaube, dass das konkrete Arbeitsprogramme sind,
die sozusagen innerhalb einer mittelfristigen politischen Periode umgesetzt werden. Aber das Wichtigste wäre natürlich, dass im September die Möglichkeiten eröffnet werden, dass das auch politisch wirkungsmächtig werden kann. Danke.